Moin Moin und hallo meine Lieben und damit willkommen endlich wieder zu einem weiteren Stream hier ME3 Zombies. Wo fangen wir eigentlich an? Ich fange einfach mal direkt an. Leider wurde die Renetti genervt, habe ich gerade eben gesehen. Und ja, die wurde tatsächlich heute genervt. Heute gab es ein kleines Update. Ich bin mal gespannt, ob die Renetti immer noch in den Zombies gut ist, als ich die gestern noch gespielt habe. Und das ärgert mich so ein bisschen, weil eigentlich wollte ich ein Video dazu machen. Und ich habe mir gedacht, nee, komm, ich streame ja sowieso. Ich mache das alles mit einem Livestream mit euch zusammen. Ja, und jetzt wurde sie genervt. Aber eigentlich auch umso besser für euch, weil jetzt können wir zusammen mal schauen, ob die Renetti immer noch zu gebrauchen ist oder eben nicht. Aber es gibt ja Gott sei Dank auch noch andere Waffen, die man nutzen kann, die wir uns nachher natürlich auch noch anschauen werden. Denn aktuell Meta bezüglich Warzone jetzt, heißt nicht, dass das im Zombie-Modus auch genauso gut ist, beziehungsweise die Waffen gut sind, sind aktuell HRM und die Striker 9. Die werde ich hier auch einmal im Zombies mal ausprobieren, vor allem die Striker 9, weil mir persönlich die Striker 9 sehr gefällt, spiele ich im Rangliste auch sehr gerne. Tatsächlich habe ich die nie so ausgerüstet, aber wenn ich die aufhebe oder wenn ich eine habe, dann nehme ich, bevorzuge ich die Striker 9 tatsächlich anstatt irgendein anderes SMG. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe Stony hier mit am Start. Ich musste mir das Bundle gönnen. Wir haben jetzt aktuell ein Event. Seht ihr selber, was man hier erfüllen muss. Guck mal einmal, töte 50 Höllenhunde mit Schrotflinten. Oder. 80 kritische Abschüsse mit Scharfschützen oder die Kampfgewehr bzw. DMR. 50 Zombie-Abschüsse mit Hirnfäule. Okay, 4 Aufträge. Das machen wir alles jetzt. Das machen wir auch jetzt. 400 Abschüsse mit einer Wandkaufwaffe. Okay, 3 Erntekugeln zerstören. Erreiche 250 Abschüsse beim aktiven Stehvermögen. Kann ich mir das gerade anpingen? Da, ja, kann ich machen. Warte mal, aber nee, das wollte ich eigentlich. Warte mal. So, jetzt, das ist drinne. Dann, was haben wir hier? Töte 3 Scheusale, das können wir auch hinzufügen. 30 kritische Söldnerabschüsse können wir hinzufügen. Und erreiche 200 Abschüsse kurz nach dem Nachladen mit aktivem Tempo Cola. Können wir auch hinzufügen. Und die 3 Erntekugeln. Und dann haben wir 5 von 5. Dann passt das. Dann nehme ich das so mit rein. Und mal schauen. Also heute werde ich wieder mal verschiedene Waffen mitnehmen. Die Renetti jetzt als erstes, gerade aus dem Grund, weil sie genervt wurde. Dann würde ich gerne die Striker 9 mal ausprobieren. Die WSB Swarm wird mich mal interessieren. Die WSB Stinger beispielsweise hat einen Buff bekommen. Die ist auch ganz gut. Beziehungsweise jetzt gerade im Vergleich zur Renetti ist die Stinger auch wirklich sehr, sehr gut. Ja, ne, also wie gesagt, Warzone und Zombie-Modus ist nicht immer gleich, ne, heißt nicht immer Warzone-Meta ist gleich Zombie-Meta, ne, ist leider nicht so. Ich würde sagen, ich suche mal ganz entspannt direkt nach dem Game, ich muss sowieso erstmal alles suchen. Aber bevor es erstmal reingeht, schauen wir erstmal, wer alles so im Chat am Start ist, was mich natürlich immer sehr, sehr freut. Moin, Axerium, moin, Mr. Dezen, grüße ich, Adler, Viking, Mr. Nice Guy, moin. Hey, Mr. Nice Guy, hast du Zeit? Du kannst gerne direkt dazukommen, habe ich ja letztens schon gesagt, nachdem dein Spiel ja abgeschmiert ist, direkt dazukommen. Moin, Emanuel, Bad Boy, grüß dich. Mr. Soldat, Asse Chris, Ingo Bean, moin, Zirkside, grüß dich. Renetti wurde zum Glück genervt eben. Ja, genau, richtig, die wurde genervt. Moin, German Kildau, grüß dich. Moin, Lord Bex, Nabend Middo. Und alle anderen, die am Start sind, sich aber jetzt derzeit nicht am Chat beteiligen. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Jetzt habe ich natürlich... Da ist er. Ich hatte irgendwas mit M noch im Kopf gehabt. Irgendwas mit M hatte ich noch im Kopf. Mal gucken. Ansonsten würde ich eine Lobby suchen um 20:08 Uhr, sagen wir mal. Ganz entspannt. Ich trinke mir noch ein Holy. Da ist Cologne auch schon am Start. Da muss ich aber direkt einmal aus dem Voice-Chat rausgehen. Ich weiß ja nicht, Mr. Nice Guy, ob du das irgendwie zufällig beheben kannst mit dem Chat. Das wäre ganz cool, weil dann können wir uns nämlich im Spiel auch unterhalten. Weil ansonsten muss ich da rausgehen, weil das ist mir persönlich aktuell zu laut. Ich möchte einen ganz entspannten heute machen, tatsächlich. Also ihr dürft sehr, sehr gerne im Chat sehr aktiv sein. Alles schreiben, ich werde auf alles antworten. Denn ich hatte jetzt 4 lange Nächte, die wirklich sehr anstrengend waren. Und ich möchte jetzt einfach nur runterfahren
Und geplant war eigentlich für heute Ranked. Mir fehlen nur noch, ich glaube, 80 Punkte für Diamant. Ja, aber ich habe gesagt, dadurch, dass ich eben so platt bin und ne, ein bisschen müde auch und so, habe ich gesagt, okay, gut, MW3 ist zum Abklingen ganz gut. Ne, und das kann man auch bis 23 Uhr, bis Mitternacht locker spielen. Das ist gar kein Thema. Rangliste ist halt, da ist irgendwann die Puste raus. Es ist super anstrengend, man muss immer voll dabei sein. Ja, das ist natürlich blöd. So, warte mal, jetzt gucken wir mal. Mr. Nice Guy ist jetzt wieder rausgegangen. Ich lade ihn jetzt nochmal ein. Ansonsten starte ich regulär um 20.08 Uhr. Moin, Bean. Genau. Ja. Das ist so der Plan für heute Abend. Ja, am Wochenende die Streams am Freitag und am Sonntag werde ich ganz regulär werde ich streamen. Jetzt muss ich gucken, Mittwoch werde ich auch regulär streamen, am Montag ebenfalls. Nächstes Wochenende, Freitag und Sonntag werde ich nicht streamen. Leider. Ich habe auch Nachtschicht diese Woche. Boah, Allah. Ja, sorry, ey. Tut mir echt leid. Ich merke das selber auch. Also ich hatte jetzt, eigentlich habe ich nichts mehr als 3 Nachtdienste hintereinander. Und eigentlich auch nicht so, ja. Also ich habe eigentlich nicht mehr als 3 hintereinander und dann noch so lange Dienste, das ist dann so lange Schichten, das ist dann, ja, nicht schön, ey. Zumal, wenn man dann noch so viel zu tun hat. Ach du Scheiße, ich wollte gar nicht suchen, Spiel mit Party verlassen. 20.08 Uhr suche ich in der Lobby. Ist es auf Dauer anstrengend. Ich mag Nachtschichten, die finde ich ganz gut, so, aber, ja. Davon kann man nicht so viele hintereinander machen, finde ich. Moin Thomas, ja, frohes Schaffen dann noch, fühle ich auf jeden Fall, deswegen fände ich das ja heute Morgen geil, während ich dann nach Hause fahre, um mich dann hinzulegen und schlafen zu gehen, sind mir so viele Leute entgegengekommen, die gerade auf dem Weg zur Arbeit waren und voll verschlafen gerade unterwegs sind, das ist natürlich so ein Vorteil dann am Nachtdienst, ne? Tagsüber kommst du zu gar nichts, das Problem habe ich nicht, tatsächlich, also ich stehe, wenn alles gut läuft, das Ding ist halt, die letzten Tage bin ich morgens immer wach geblieben. Ich habe dann immer, ja, morgens habe ich dann entweder noch Videos bearbeitet oder selber gezockt halt. Ne? Also müsst ihr mal überlegen. Ne? Also ich habe vor der Arbeit habe ich Videos aufgenommen, bin zur Arbeit, bin von der Arbeit morgens wieder, habe mich dann nochmal 2 Stunden hingesetzt, habe die Videos bearbeitet, hochgeladen und. Habe dann nochmal eine Runde gezockt und dann bin ich erst immer schlafen gegangen. Aufgestanden und das gleiche Prozedere nochmal. Heute habe ich mir aber gedacht, heute kam ja kein Video raus, weil ich dann ja sowieso streame und das, was ich eben vorhatte oder hochladen wollte, ja, was ich Gott sei Dank nicht gemacht habe, weil, wie gesagt, wurde eh genervt, die Waffe. Ja, deswegen kommt, denke ich mal, morgen, übermorgen das nächste Video raus. Wie bekommt man den Skin? Ja, den muss man tatsächlich kaufen, Justin. Wie alles eigentlich im Shop und bei COD. Ich wüsste nicht, dass man hier was geschenkt bekommt, außer diese billigen Emblems oder Visitenkarten, die Activision einen immer da netterweise so nett schenkt. Genau, deswegen habe ich mir also im VT habe ich mir eigentlich nur geholt, ich habe ja Kinder, ne, und meine Tochter, die hat auch Zoomania geguckt und da ist auch Flash dabei. Flash ist ebenfalls ein VT und sieht auch genauso aus. Jeder, der hier Vater ist oder generell auch sowas schaut, ne, der wird Zoomania auf jeden Fall kennen und Flash auch und das ist ja jetzt hier Stony. Das passt jetzt gerade auch zu meinem Zustand. Also jetzt nicht, dass ich, das meinte ich jetzt nicht, dass ich bekifft bin, sondern dass ich einfach müde bin, weil er schaut ja müde aus, ne? Man darf ja keinem was unterstellen hier. Moin, Khalifa, grüß dich. Hallo, Volker. Namen Volkrum. Ja, natürlich finden wir wieder keine Lobby, ey. Das ist ja wieder sagenhaft. Zombie-Lobby zu finden ist ja momentan nicht so cool. Das ist momentan nicht so cool irgendwie. Warum ist auch erlaubt? Passt so legal? Ja, natürlich, nee. Also ich wollte nur darauf hinaus, halt, dass ich nicht kiffe. Darauf wollte ich jetzt nur hinaus. Ja, Khalifa, bei mir, ja, also
den Umständen entsprechend gut. Ich hoffe, dir geht's gut. Moin, Papa Schatzi. Ach man. Ich glaube, wir finden keine Lobby. Ich starte mal nochmal neu. Also wer jetzt mitgesucht haben soll, sorry. Ich suche einfach. Ja, genau, der ist aktuell im Shop. Wenn du auf Event gehst, dann siehst du das auch nochmal. Das Bundle meine ich. Stony. Passt. Namens Thomas. Ja. Dann komm, lad mal jetzt ein Level. Ich will jetzt mal ein paar Runden zocken, Mann. Moin, Drecksratte. MW2 DMZ gibt es bestimmt nichts. So ein Problem, zwecks Leute finden. Ja, in der Lobby findet man schnell bei DMZ, ne? Ich habe auch gehört, dass momentan so der Ansturm auf DMZ wohl wieder ein bisschen hoch. Also, ne, das ist generell wohl hochgegangen. Warum ist schon wieder einer rausgegangen? Was sind das für Zwerge? Ja, nee. Würde mich mal interessieren, ne, wenn die Spielerzahlen da dort hochgehen, ob Activision nicht doch sagt, oh, machen wir vielleicht doch DMZ weiter? Hm? Keine Ahnung. Ja, jetzt momentan, aber so wird die Firma ein bisschen so, oh nein. Ja, Kalifa, dann hoffe ich mal, dass du ganz schnell was Neues findest. So was dann, ja, zügig wieder Kohle nach Hause kommt, ne? Moin Mike, moin Fehu, guten Abend. Ja, DMZ, ja, in MW3, ja. Wie gesagt, also wenn ihr das sehen, ist die Frage halt, ne, ob Activision so auf die Community hört, ne? Zumal DMZ. Ich will jetzt nicht sagen, dass das eine kleine Community ist, aber wenn man das so mit Warzone generell vergleicht, ne, ist das doch schon kleiner, ne? Ich glaube, selbst im Mehrspielermodus haben wir mehr als bei DMZ. Ich bin mir auch nicht sicher. Das ist nur so eine Vermutung von mir. Yo. Ich finde den Skin, den Mr. Nice Guy jetzt gerade hier hat, richtig cool. Den wollte ich mir auch eigentlich holen. Wo kriegt man... Achso, warte mal, das ist doch... Ach, das Battle Pass, ne? Stimmt. Battle Pass. Ja, DMZ mit dem Movement von MW3 auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall mega. Aber welche Waffe hat er denn dabei? Welche Waffe ist das? Bleib mal stehen. Das ist... Aha, guck mal. Guck mal, wer die Holger hat mit einem Umbaukit. Sauber. So. Mach ich mal Chat an. Hörst du mich? Ich höre dich. Okay, super. Brauchtest du noch Baupläne? Warum wackelt denn die ganze Map? Nur den DG12, aber den kriege ich ja noch durch die Story-Mission. Ah, okay. Ja gut, also können wir irgendwas machen, ja. Wir können uns aber, wäre natürlich gut, wenn wir cool looten könnten, so einfach irgendwas. Ja, dann gehen wir nochmal in die alte oder neue Zone dann am Ende noch rein. Passt, machen wir. Ja. Ja, die hauen doch jetzt mehr und mehr DMZ-Sachen rein. Kommt ja auch bald ein PvP-Portal hinzu. Kannst DMZ mit Zombies zocken. Sagt Dexter. Ja, das also das mit dem PvP-Modus und sowas, ne, das wurde schon öfters gesagt. Also, ich habe schon gesagt, also die Leute, die können sich echt warm anziehen, wenn das kommen sollte. Also, Gott sei Dank, also für den einen oder anderen muss ich ehrlich sagen, der kann wirklich froh sein, dass das ein Modus, ein extra Modus sein wird. Weil ich sag's euch, wie es ist, bei DMZ haben wir hier und da auch Leute verloren, weil die, ja, weil so Söldner-KI und sowas für die schon Endgegner waren. Und wenn dann noch richtige Spieler dazukommen, da war komplett Arsch offen und dann ging gar nichts mehr. Weshalb viele auch aufgehört haben, DMZ zu spielen, weil es... ja, für die zu PvP-lastig war. Da hat sich so eine PvE-Community, sag ich mal, versucht durchzusetzen. Hat es dann dementsprechend nicht geschafft. Hm, vielleicht habe ich auch ein bisschen dazu beigetragen, dass es nicht dazu kommt. Aber ja, war schon gut. Hat die letzten 2 Stunden nur Pech mit den Servern, Thomas? Oh, ja, ich hoffe, dass das... nee, also ich habe eigentlich in letzter Zeit gar keine Probleme, muss ich sagen, ey. Ja, Georg Khalifa, freut mich auf jeden Fall zu lesen, dass es dann nochmal... dass es auf jeden Fall weitergeht. Ja, von nichts kommt nichts. Leider, ne? Ist so. Das wäre schön, wenn von nichts kommen würde, ne? Ach, das sind Scharfschützen, ne? Shit. Ich will die ganze Zeit nachladen, aber das macht gar keinen Sinn. Ich hätte einen Rucksack für dich.
Jo, das hört sich gut an. Ich komme. Kann man mit Controller wieder die Killstreaks einsetzen? Das Problem habe ich auf TikTok tatsächlich gesehen, ey. Was war da los? Konnte man etwa... Ach man, bin ich jetzt im falschen... Alles klar. So, gehen wir dann hier mal. Bin ich bescheuert oder was? Hier. So, sauber. Sehr gut. So, dann holen wir uns noch eine Karte für eine Festung. Kurze Frage, kann ich mich bei Zombie nicht aus... Aber ist jetzt PvP? Nee, PvP ist nicht drin. Nee. Also wäre PvP schon drin, dann hätte ich das schon längst gestreamt. Also... Dann hätte ich das schon längst gestreamt, beziehungsweise ein Video rausgehauen. Da wäre schon die LB-Mafia hier unterwegs komplett und hätte Server komplett auseinandergenommen. Die machen das als Portal rein. Ja, das ist gut, ey. Wenn das ein Portal ist. Hm. Wenn du den Skin kaufen, ganz normal im Shop oder wenn du auf Event gehst, dann müsste das auch angezeigt werden. Glaube ich. Glaube ich zumindest. Ich brauche eine Festung tatsächlich. Nehmen wir da die Festung. Bei Rebirth auch nichts ausrüsten, kein Prezi und sowas. Ja, also Activision bringt ein Patch raus mit Bugfixes, bringt aber automatisch, also von 5 Bugs, die existiert haben, haben sie die 5 auch gefixt, aber 10 neue hinzugefügt. Das ist so Activision. Beispielsweise hatte man das auch das Problem beim Platen, dass man nicht aufhören konnte nachzuplaten. Das ist auch, also, weiß ich nicht. Hier so eine Erntekugel muss ich auch noch kaputt machen. Für das Event. Wenn ich schon spiele, möchte ich das Event auch zu Ende bringen. Ach Junge, komm. Ich geh kaputt jetzt. Oder? Ja, danke schön. Endlich. Ah, natürlich oben auf dem Dach oder was? So, wie komme ich denn jetzt? Ist hier eine Leiter? Irgendwo muss hier auch eine. Ja, hier. Hast du einen Tipp, wie ich am schnellsten und einfachsten 2 Leute für den Wurm bekommen kann? Discord bei uns. Einfach mal nachfragen. Gibt Leute, die das immer hin und wieder mal machen auf dem Discord. Wo man Discord halt nur drauf achten muss, ist, dass, ja, das habe ich letztens im Stream schon gesagt, was mir aufgefallen ist. Einer fragt zum Beispiel, ob man, ob irgendeiner zockt. Und dann fragt der Nächste auch nochmal, ob irgendeiner zockt. Am besten direkt vielleicht antworten und sagen, yo, ich zocke, lass mal zusammen zocken. Oder einfach in den Talk-Channel reingehen. Und ja, so läuft es einfach, ne? Einfach in den Talk-Channel reingehen. Die sind ja, hier ist kein Talk-Channel privat. Ihr könnt einfach reingehen, sofort reinlabern und fragen, ey Leute, ne, moin, wie sieht's aus? Ich bin der und der. Habt ihr Bock mit mir zu zocken? Ich muss das und das machen. Und ich glaube, da ist kaum einer dabei, der dann sagt, der ging ja gut in die Hose jetzt. Nö, ne? Deswegen. So, machen wir das mal auf hier. Hä? Aha. Was ich auch ein bisschen blöd finde, ist... Was ist? Was suchst du? Ist alle. Vernichtet. Da wollte noch jemand Kinderjoy haben. Habe ich aber aufgegessen. Ja, so ist es. Gucken, vielleicht spiele ich am Ende des Streams noch eine Runde Ranked. Soko, bist du nachher dabei? Oder was? Weil mir fehlt wirklich nur, ich glaube, 80 Punkte oder sowas für Diamant. Krass, oder? Wie schnell ich dann, also, da
Dann bin ich jetzt schon wieder Diamant. Also Karmesin dieses Season ist drin. Bin ich mir zu 100% sicher. Deswegen kann sein, dass ich die nächsten Male wieder Ranked streamen werde. So. Ja, dann können wir noch einen HZ-Auftrag, also können wir anfangen. Was habe ich denn damit zu tun jetzt? Was habe ich damit zu tun, jetzt mal ehrlich? Mit dem Rucksack habe ich. Ja. Allah, an dieser Stelle nochmal an die beste Community der Welt. Danke, dass ihr so zahlreich immer den Streams seid. Auf die nächsten 10 Monate. Vielen Dank, Adler, für bereits 10 Monate. Schon länger eigentlich als 10 Monate. Ne? Das mit der Mitgliedschaft, das habe ich ja später eingeführt. Also schon längst über 10 Monate. Ja, 12 Monate schon. Locker, drüber. Ja. Heftig. Moin Christoph. Moin Jan. Der Bassinger wäre natürlich gut. Ah, jetzt brauche ich erstmal so ein bisschen. Ach ne, warte mal. Ich weiß gar nicht. Ist deine Waffe schon Pub 3? Ja, ne? Die erste, ja. Okay, ja, gut. Dann kommen wir ja gleich. Ich habe noch die. Welche war das? Die Striker, ich glaube, schon mal mitgenommen. Okay. Ja, dann kommen wir ja gleich direkt schon in Zone 3 dann. Ja, kann man machen. Ja, perfekt, ey. Müssen wir hier nicht so viel. Ich bin jetzt davon ausgegangen, irgendwie, dass wir jetzt noch irgendwie was machen müssen. Aber das kann man auch in der neuen Zone, also in der Zone 3 machen, meine ich. Wubl, Kurva! Ja, Pirdole, Kipidle! Danke dir, Adler! Jetzt habe ich auch wieder ein Selfie. Jetzt verlierst du den ganzen Abend. Hä, was verliere ich denn? Guck mal, du kannst froh sein, dass ich dich so unterstütze. Ja? Du kannst froh sein, dass ich... Dass ich... Das Gewicht, das zusätzliche Gewicht auf mich nehme. Dass du nicht irgendwie, ne? Dass du deine schöne Figur einfach weiter behältst. Dafür müsstest du mir einfach danken. Dass ich dich dabei unterstütze, dass du diese schöne Figur, die du hast, behältst. Ja? So muss man das sehen. Deswegen habe ich Kinderjoy aufgegessen. Ich habe dabei nur an dich gedacht. Oh Mann. Ja, genau. Auto ist am besten. Fahren wir doch mal ein bisschen im Auto. Ja, ja, ist auch besser. Der muss doch hier sein. Er ist im Haus. Na, holen wir den doch mal raus. Oh, was hast du denn für eine Waffe? Die Renetti. Was ist denn das für ein Ungetüm? Ja, es geht noch. Also müssen wir in Zone 3 mal gucken, ob die wirklich noch gut ist. Boah. Na, im Game of Fun. Ja, ich hab jetzt hier die Holger 26. Was ist das? Diesen Wohnbau-Kit da. Ja, ja, genau. Ist auch gut. Verzieht ein bisschen, aber ist einen guten Schaden. Ja, die verzieht echt ein bisschen heftig, finde ich. Ich habe ja eh goldene Platten. Brauche ich gar nicht mitnehmen hier alles. Nehmen wir mal diese kleinen. Ich weiß gerade gar nicht. Tempo-Cola brauche ich auf jeden Fall. Das steht fest. Ja, aber eine Platten habe ich leider nicht. Liegt da wohl ein HZ-Auftrag? Krieg ich sogar. Was? Läuft.
kommen denn die ganzen Mimiker her? Ist jetzt... Ich muss mal ganz kurz schauen hier. Tempo-Cola brauche ich noch. Mega-Scheiße. Ernte-Google. Und Stehvermögen. Also ich brauche unbedingt die Perks erstmal. Mega-Scheusal ist gut. Haben wir jetzt. Das passt schon mal. Okay. Ja, danke. Ja. Zählt das jetzt bei dir als eliminiert oder nicht? Nee, zählt nicht. Ja, scheiße. Ja, moin. Sorry, ja, alles gut. Ja, muss früher dran denken, ne? Gut ist, wenn du deine Selfies behalten kannst. So. Also, warte mal, Juggernaut war da jetzt drin, ne? Hm. Ja. Da haben wir natürlich den nächsten Halbzeitauftrag. Warte mal, Hirnfäule, damit muss ich auch irgendwas machen. Soweit ich weiß. Glaube ich. Irgendwas mit Hirnfäule hatte ich noch gelesen. Bin mir jetzt aber unsicher. Knall ich einfach rein. Ich höre einen Mega-Scheusal. Kann das sein? Jo. Also mir kommt es jetzt nicht so vor, als wenn die Waffe genervt wurde. Tatsächlich. Also, gefühlt ist sie ja sogar stärker als gestern. Ja. Komm mal, ein Affen zumindest. Nee, den will ich gar nicht aktivieren. So, Jünger. Go. Fang ganz gut. Also von dem Nerf merke ich jetzt hier in Zombies nichts von der Waffe. Ah ja, moin. Ach so. Aber der war sowieso hier drin, ne? Ja. Selfie, ein Siegel, perfekt. Mir fehlt im Prinzip eigentlich nur noch ein großer Rucksack. Da, 4 Aufgaben, Events, ein Teil habe ich schon abgeschlossen, das ist sehr gut. Wir machen aber erstmal weiter. Erstmal ein bisschen Geld farmen. Wie gesagt, also Tools der Key reicht schon mehr aus. Ein Tempo-Cola finde ich. Ja, brauche ich ja gar nicht eigentlich. Wobei, ja doch, brauche ich fürs Event, ne? Nachdem ich nachgeladen habe, das geht ja gar nicht. Ja, theoretisch. Ja, manchmal habe ich ja kurz einen Bug, wo ich dann nachladen kann. Also theoretisch geht es dann trotzdem, ne? Mal schauen.
Gar nichts los hier. Ja doch, ist schon ein bisschen was los, aber... Da, jetzt mal... Ich würde gerade sagen, jetzt wieder verbuggt, ich kann theoretisch nachladen, aber... Mal eben durchswitchen, was das bei dir ist. Ja, mittlere Maustaste. Ja, und dann steht da irgendwo Anfrage, Trupp in der Nähe beitreten. Ja, steht. Das musst du auswählen. Und dann müssen wir gucken, ob die uns reinlassen. Ja, ich denke mal schon, ne? Aber einer fehlt noch. Ah, okay. Ja, No Six, das weiß ich. Aber hier merkt man nichts davon. Im Zombie-Modus. Also ich jetzt gerade in diesem Moment nicht. Läuft alles ganz gut. Hallo? Ja. Na, wie wollen wir mal einen privaten Chat switchen? Dann können die beiden Jungs auch in Ruhe schnacken, aber wir können ja trotzdem im Trupp bleiben. Also. Oh. Ja, ich glaube, mich hören die, oder? Ihr hört mich, oder? Ja, ja, dich hören wir, aber dann Mate nicht. Ja. Naja, genau. Ja, oder? Ich switch gleich rüber, dass ihr uns nicht mehr hört. So, mache ich jetzt. Nobby, du auch bitte nach. Ja, also doch, die wurde genervt, aber wahrscheinlich nicht relevant für den Zombie-Modus einfach, ne? Wie gesagt, also man kann nicht immer davon ausgehen, dass wenn eine Waffe genervt wurde, dass die, ne, in Warzone wird sie schlecht sein, ja, oder schlecht her. Heißt aber auch immer noch nicht, dass die Waffe jetzt gar keinen Schaden mehr macht oder gar nicht mehr, ne, zu spielen ist oder sowas. Ich finde, hier im Zombie-Modus ist die Renetti. Ich finde, das ist auch eine perfekte Waffe, denn die Renetti ersetzt so ein bisschen die RAM 9, finde ich. Man hat hier eine hohe Mobilität, man hat eine gute Feuerrate, eine super Rückstoßkontrolle, die Präzision ist super, Munitionsverbrauch ist top. Schaden, also das ist... Die Renetti mit dem Overkit ist so eine Allround-Waffe, finde ich. Das ist für mich die beste Waffe aktuell, die es tatsächlich gibt, was so die ganzen Punkte angeht, was ich gerade aufgezählt habe, ne? Rückstoß, Mobilität und halt, ne? Also meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, ich finde den Schaden jetzt absolut nicht schlecht, ne? So, machen wir jetzt gleich direkt 2 Meter Scheusale fertig. Oh, wir sind hier hin. Ja, nur ein besser Mann. So. Müsste eigentlich das Event jetzt erledigt sein. Jo. Bam. Ja, HM9, ja klar. Aber, wie gesagt, muss aber nicht unbedingt heißen, dass die HM9 auch gut in, also besser im Zombie-Modus ist, ne? Also. Achso, by the way. Da ist nochmal. Wir liegen da. Genau. Wunderfiss, da gehe ich erstmal hin.
Deswegen, also für mich ist die Renetti immer noch, also so wie es im Titel auch steht, broken einfach nur. Weil eben diese ganzen Punkte auf diese Waffe zutreffen. Für mich ist die Waffe perfekt. Perfekt einfach nur. Die Waffe gibt mir alles, was ich von einem Sturmgewehr bekomme, was ich von der MP bekomme, was ich vielleicht so ein bisschen von einem LMG bekomme jetzt, wenn ich jetzt auf ein leeres Magazin jetzt, ne, darauf bezogen jetzt. Perfekt einfach die Waffe. Ich finde, man kann sich da nicht beschweren. So, alle Perks drinne. Heißt also, ich muss jetzt noch Erntekugeln zerstören. 250 Abschüsse, Stehvermögen, also generell 250 Abschüsse. Und kurz nach dem Nachladen, was leider nicht geht, das muss ich in der nächsten Runde mal machen. Ja. Einsammeln. Moin. Samurai, ob ich Dragon schon vermisse? Warum? Ich weiß, dass er jetzt gerade nicht da ist, sonst hätte er eigentlich schon geschrieben. Wo ist er denn? Ist er nicht da? Das ist mir schon aufgefallen, dass er nicht da ist. Waffe. Bin leider nicht dazu gekommen, dann ist. Achso, denke was ich am Samstag schaffe. Ich spoiler mal, es hat was mit DMZ zu. Mit DMZ auch noch. Moin Holz Gamer. Da bin ich. Ja, da bin ich wieder komplett raus. Ne, seit 2 Wochen auf der Kerwe arbeiten. Ah, okay. Nee, ich habe gehört, also im Chat habe ich rausgehört, dass Dragon jetzt nicht da sein wird. Weil er gesagt hat, also in den nächsten Wochen oder sowas, was mich schon so ein bisschen irritiert hat, weil eigentlich, wenn er etwas macht, dann macht er es eigentlich sofort. Nee, aber heftig. Ja, dann weiß ich Bescheid, ein String erstmal raus. Ja, und Adler, DMZ, ey. Gib mal nochmal ein paar Tipps. ein paar Hinweise. DMZ. Was könnte. Gibt es eine LB-Statue oder was? Jetzt in-game endlich mal. Ab Montag ist er wieder da. Ja, guck, perfekt. Ich habe Gott sei Dank auch, ich habe gesehen, Mid-Season ist, glaube ich, startet 1. Mai rum. Ne? Gott sei Dank habe ich Urlaub. Habe ich richtig gut Urlaub genommen. Das ist mein letzter Urlaub und dann habe ich bis Dezember keinen Urlaub mehr. Das wird richtig abfacken. So, noch ein Mega-Scheuseil. Aber das habe ich ja erledigt, ne? So, 35. Ja, kurz nach dem Nachladen, das ist natürlich blöd. Müsste ich theoretisch eine andere Waffe nehmen. Moin, Postman. Namen Bernd. Ja, muss und bei dir. Nee. Ich glaube nicht, dass er mit dem längsten Bart wiederkommt, voll mit der kurzen Zeit. Wieder mega scheu sein, das ist ja der Hammer. Also ein mega Scheuseil Magazinverbrauch schon sehr hoch, ne? Ja, ich brauche noch einen großen Rucksack, auf jeden Fall, ja. Deswegen hoffe ich, dass ein mega Scheuseil es endlich mal droppt, aber will er irgendwie nicht so. Könnte auch am Schwanz getroffen.
Boah, da hat einer Pub 3 bekommen. Habt ihr das gesehen? Okay, der hat Pub 3 bekommen. In Türkei verpflanzt, ja, sehr. Boah, krass. Natürlich mega. Ah, auch gut. Dann haben wir hier noch einen HZ-Auftrag. Ich will überlegen, ob ich jetzt in die alte Zone gehe oder in die neue. Ich weiß das nämlich noch nicht. Alt ist natürlich gut wegen den goldenen Platten. Aber ein nimmerleeres Magazin ist ein Luxus, finde ich auch. Oder da stellen mich die Platten, glaube ich, weniger. Wöchentliche Herausforderung. Perfekt. Welche MP? Die Lachmann-MP habe ich immer gerne gezockt. Also die hatte ich überwiegend dabei. Oder war es eine andere MP? Schon wieder mega Scheusal. Mein Gott. Keine Zombies hier, was ist denn los? Und die Lachmann ist eigentlich... Was meinst du mit... Die Lachmann ist eigentlich... Eine Waffe? So, noch ein Selfie. Perfekt. Ja. MP5. Ach, das meinst du. Ah, okay, okay. Die MP5, okay. Ja. Eine Waffe war meine Antwort. Sehr geil. Konnte auch nur von mir kommen. Das war ich nicht. Aha. Ah! Wie viel kann ich mir habe ich? Okay, kann ich mir. Mehr kann ich mir nicht holen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 mal Kasimir. Prezi nehmen wir auch einfach mal mit. Selfie habe ich mehr als genug. Perfekt. Meine Bartlänge, meine maximale Bartlänge aktuell. Ich habe da letztens, glaube ich, geschaut, ey. Was war das, ey? 20 cm oder sowas plus auf jeden Fall. Ne, genau weiß ich jetzt gerade nicht. Namen Kadir. Mehr Spoiler. Nee, Spoiler auch nicht mehr. Das hört sich schon gut an. Was ich jetzt. Was ich auch mache. Beziehungsweise mir kaufen werde, aber das mache ich jetzt. Ich guck mal, wir sind jetzt aktuell oben, sind wir fertig. Teppich liegt und so. Jetzt muss unten alles gemacht werden und mein Gaming Room ist immer noch nicht ready. Tatsächlich. Weil ich wollte. Ich habe Kinderzimmer und sowas priorisiert. Ich werde mir erstmal schöne, bei Kotte minus Seller oder sowas, schöne Waffen kaufen, die wirklich echt aussehen, so M4 und sowas. Die werde ich mir auch erstmal schön in ein Zimmer aufhängen.
Länger wie unten rum schon. Gleichstand. So. Na gut, wir sind ja schon in der Truppe. Nice. Go. Sehr schön. Und Mr. Nice Guy ist noch dabei, ohne dass das Spiel jetzt abgeschützt ist. Das freut mich sehr. So. Holy Pause. Ja, muss auch nicht. Ess ich selber. Ja, Soko, wie? Ja, ist klar. Die Polen haben lange Finger. Die haben lange Nasen. Es gibt Sprichwörter. Was soll ich dazu sagen? Das sind alles Fakten und Tatsachen. Also, ich muss mich ja selber nicht. Und das kommt noch dazu, ne? Ich tue mich ja sowieso gar nicht rechtfertigen, ne? Wenn du es nicht glaubst, musst du vorbeikommen. Okay. Oh, guck mal, die Mädels sind mit. Das freut mich auch. Das ist cool. Mimika zum ersten Mal in meinem Leben hier in dieser Zone einen Mimika. Das ist ja heftig. Viele, was ich mitbekommen habe, dass viele in die 15-minütige Zone reingehen, Ether-Zone, weil da die Drop-Rate wohl besser sein soll. Ich persönlich gehe immer in die 30-Minuten-Zone, weil ich sehe da persönlich gar keinen Unterschied. Nur, dass ich weniger Zeit habe und dass es ein bisschen anstrengender ist. Aber ich habe hier eigentlich auch immer gute Items rausbekommen, muss ich sagen. Deswegen. Da komme ich zu Besuch, safe, nur mit Zug. Ja, dann mach mal. Ja. Jawohl. Genau so will ich das nämlich sehen. Nicht anders. Und nicht anders. Brauche ich nämlich für die nächste Runde. Ja, mit dem Zug kann sie jederzeit vorbeikommen, ne? Also Platz habe ich, Soko. So ist es nicht. Am besten ist es natürlich auch, wenn ich frei habe, ne? Dann gibt es lecker Ruhrpott-Taxiteller, lecker Döner. So ein Döner wie im Ruhrpott gibt es woanders nicht. Ist einfach voll. Ohne goldene Platten ist echt scheiße, Mann. Das hört sich so an, kaufen die extra einen ordentlichen Schlafplatz. Das hört sich so an, als wenn Soko dann irgendwo im Stall dann schläft. Beste Döner gibt's in Berlin. Nee. Anders. Ich habe in Berlin noch keinen Döner gegessen. Ich kann es nicht beurteilen. Ich würde aber so sagen, von der Erfahrung her, es gibt auch so ein Tester und sowas, der war selber Ruhrpott halt, ne?
Döner testen und hat auch gesagt, Ruhrpott am besten. Dönerhaus Köln hat jetzt Mr. Nice Guy gesagt. Ja, Dönerhaus haben wir tatsächlich auch in Münster. Finde ich aber nicht so gut. Und wer einen richtig, richtig guten Döner mal essen möchte, Kulti Döner Münster. Keine Werbung oder was, unbezahlte Werbung. Die kennen mich da, ich bin da schon ein paar Stammkunde. Die, also da der Döner, super teuer geworden. Döner generell, da ist es auch noch mal ein bisschen teurer. Aber ich sag mal so, wenn man das erste Mal so im Münsterland ist oder generell Ruhrpott oder sowas, dann muss da auch mal vorbeifahren und sich da einen Döner mal gönnen. Döner macht schöner. Ja. Meinst du, warum ich so aussehe? Ich fresse ohne Ende Döner. Im Stall gibt's gute Stufen, ja. Okay, auf zum nächsten Auftrag. Genau, und 7,50 Euro. Ja, genau, 7,50 Euro. Also, Haus des Döners und Kulti Döner, die sind genau nebeneinander fast. Haus des Döners kostet auch 7,50 Euro der Döner und bei Kulti 8,50 Euro tatsächlich. Ja, über einen Euro kann man sich streiten. Geschmacklich ist Kulti dann aber besser bei uns. Wir haben auch Schafe auf der Weide. Der macht mich gerade fertig, ne? Seht ihr das? Das ist doch neu, Digi. Das hatte ich vorher noch nie gehabt, dass der da hochkommt. Krass. Ist mir letztens schon aufgefallen. Sonst, wenn ich da... Ich gehe immer die gleiche Stelle hoch. War nie was. Und jetzt auf einmal... Moin, Smokey. Echte Döner auf der Weide. €6. Boah, €6 ist noch ein guter Preis, ne? Wenn ich überlege, €3,50 ist sonst immer ein großer Döner. Und jetzt... Ja, bei uns tatsächlich haben uns da die Bauern gesagt. Wir haben in der Nähe haben wir so ein Asylantenheim. Und aus welchen Gründen auch immer, das ist aber bestätigt oder sowas. Das ist jetzt nichts, was ich jetzt so aus der Nase ziehe oder sowas. Das waren Flüchtlinge, die haben Schafe geklaut und haben die Schafe geschlachtet. Und die ganzen Beweise, Messer und solche Sachen haben sie da im Wald neben uns zurückgelassen halt, ne? Schaf geschlachtet und sowas und mitgenommen. Gab lecker Essen für die Familie. Der Geist ist krank. Ich konnte das nicht glauben, als ich das gehört habe. Einfach mal ein Schaf geklopft und geschlachtet. Ja, 3,50 € waren noch richtig gute Zeiten. Schon wieder so ein Blattburner. Hat der mich einfach umgehauen. Moin Chillhead, grüß dich. Was war's? 9,15 Euro liefern 10 Euro. Oha. Moin da Yogi. Krass. Ja, dann können wir raus, ne? Ja. Ich meine, ist das Spiel jetzt nicht bei dir abgestürzt. Gott sei Dank. Chillet, das will ich gleich mal ausprobieren. Ja, Striker 9, HM 9 sind aktuell Meta in Warzone. Immer wieder ich probiere das gleich mit der Striker 9, weil mir die Striker 9, weil ich die einfach mehr mag als die HM. Und danach die Runde würde ich die HM 9 mal testen und gucken, ob die gut ist oder ja eben nicht gut. Leider habe ich kein leeres Magazin bekommen. Was aber nicht schlimm ist. Bei First Event muss ich ja eh
Na, sagt schon. Na, Tempo-Cola reinhauen. Aber war eine gute, entspannte Runde. So habe ich das nämlich vorgestellt. Ganz entspannt. Namen Krampfi. Was ist denn jetzt passiert? Krampfi, was los, ey? Was für einen Rang hast du? Ranked. Im Einsatz getötet? Wie geht das denn? Was? Hör auf. Ich wollte jetzt nicht alle Partymitglieder mitnehmen. Ach doch, hätte ich machen können. Aber im Einsatz getötet, ehrlich jetzt? Das habe ich im Chat natürlich nicht. Von Kong hast du ja Banner gekauft, deswegen. Ah, okay, warte mal. Von Kong. Hier. H-A-M-R. Warte mal. Von Kong? Warte mal. Von Kong. Ist das. Nee, das ist hier Kong, ne? Oder? Nee, auch nicht. Wo hast du denn. Welches Bundle hast du denn genommen? Hier ist auch keiner dabei. Doch, hier. HRM9. Ah, okay. Das hast du dir also gegönnt. Ja, krass. Ja, können wir machen, ne? Das hat auch was. Welche Waffe ist hier dabei? Das finde ich cool. Also den Skin finde ich zum Beispiel cool. Ich glaube, ich werde mir das Bundle kaufen. 100 CP fehlen mir nur noch. Noch alles da, Mr. Nice Guy. Boah, Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank, das wäre es ja wieder gewesen. Ja. Okay, gut. Dann wie, wo, was mache ich weiter? Ich glaube, das sammle ich erstmal. Ausstattung. Die Renetti, die kann raus. Die FJX Horus ist natürlich auch ganz gut, aber. Nee, Striker 9, ne? Habe ich tatsächlich sogar noch einen Bauplan von der letzten Season, aber. Da weiß ich aber nicht, ob die Waffe noch gut ist. Sonic Schalldämpfer. Die rote Schalldämpfer braucht man sowieso nicht im Zombie-Modus. Da kann man irgendwie Sem oder sowas C drauf packen. Gewinkelter Brühen. Gut, man kann es natürlich auch, haben wir hier nicht, F-Tech Gripper könnte man noch ausprobieren, ZV-Geschwindigkeit würde ein bisschen drunter leiden, DG6 Handstop kann man natürlich auch nehmen, aus der Hüfte ist halt, ja, nehmen wir das mal mit, 50, ne, das ist Max, haben wir etwas am Lauf, was man... Rückstoßstreuung aus der Hüfte. Hier könnte man vielleicht noch was am Lauf verändern. Aber ich glaube, ich lasse das so, wie ich das jetzt habe. Ich glaube, das wird so gut sein. Kann ich mir vorstellen. Ja. Wie ist Striker 9 mit? Striker 9! Jetzt schon 3 Tage nicht gezockt, da Yogi. Ja. Also bei mir fühlt es sich auch so an, weil ich nur kleckerweise so spiele, ne? HRM-Meta interessiert mich jetzt. Ja, das mache ich danach, weil, wie gesagt, HRM-9, die HRM ist nicht so, die mag ich eigentlich nicht so. Renetti ist genervt, habe ich davon aber nichts gemerkt jetzt hier im Zombie-Modus. Wie gesagt, man darf halt nicht verwechseln, Warzone-Nerf mit Zombie-Nerf. Das heißt nicht unbedingt, dass die Waffe auch zeitgleich hier auch schlecht ist. Ich fand sie jetzt richtig gut, die Renetti. Ich denke mal, das hat auch einen guten Eindruck gemacht. Also, ihr habt jetzt nicht gesehen, dass sie am Schwitzen war, oder? Also, das war schon ganz gut, ne? Pulimund ist auf jeden Fall auch Meta laut App, genau, richtig. Was da bei der Waffe eben kacke ist, ist ne, Mobility und. Das ist eigentlich wirklich so eine Wave-Clear-Waffe. Mehr auch nicht großartig. Jetzt muss ich auf jeden Fall Tempo-Cola mitnehmen. Ja, ich nehme direkt alle anderen Perks auch mit rein. Wer mitzocken möchte und natürlich auch eine Mitgliedschaft hat, ist Voraussetzung, kann jetzt joinen. Ansonsten starte ich gleich um 21.05 Uhr in die Runde. Wer versuchen möchte, mit rein zu joinen. Wie gesagt, 21.05 Uhr könnt ihr gerne versuchen, auch reinzukommen. Guck mal, so kurz auch schon am Start, sauber. Jetzt habe ich, ja, das muss noch rein. Und dieses Mal nehme ich mir eine Versänger mit, ja, Heilaura. Und dann haben wir es.
Das mit dem Einsatz getötet bei dem Etheriss ist wieder ein Bug. Ah, okay. Ja, läuft. Ja, Krampfi, Platz ist da. Du bist ja schon drinne. Perfekt. Ja. Genau, Alter. Ja, ist ja auch so, ne? Hey, Leon! 7 Monate schon. Danke dir und damit einen wunderschönen guten Abend auch an dich zurück. Ja. Ja, 21.05 Uhr suche ich. Ne? Wie gesagt, wer mitzocken möchte oder versuchen möchte, mit in die Lobby zu kommen, kann ich nur empfehlen, schaut auf Twitch auf jeden Fall auch vorbei. Da kommt ihr nämlich schneller. Also da ist die Zeitverzögerung nicht so heftig wie hier bei YouTube. Da ist er ja, mein Skin. Warte mal, wöchentliche Aufgaben, jetzt wo du es sagst. Wollen wir mal gucken. Woche 2. Allianzen. Das sieht ganz gut aus. Habe ich hier eins? Habe ich hier abgeschlossen, ne? Nee. Hier habe ich noch nichts abgeschlossen. 1, 2, 3 habe ich hier abgeschlossen. Ein bisschen wenig, ne? Feuerschaden, Schrotflinte. Oh Mann. Warte mal, gehen wir mal nochmal kurz auf Event. Ja, ich komme, Habibi. Discord, ja. Bubble Kurva! So, 4 Fahrzeuge noch zerstören. Hirnvolle, sag ich doch, dass ich Hirnvolle brauche. Ich wusste es. Hirnvolle, warte mal, dann. Das mit der Hirnvolle will ich hinzufügen. Ja, und die 4 Fahrzeuge, die ich auch noch zerstören muss, aber das versuche ich mir zu merken irgendwie. Moin Kevin, Musso bei dir? Alles gut. So, Juni, warte. Nabend. Nabend. Nein, 2 Minuten suche ich ganz entspannt. Na, dann kann ich mir ja noch einen Kaffee holen. Ja, also bei mir hat jetzt die ganzen Tage MWZ und alles funktioniert. Ich hatte keine Probleme. Harry 187. Hey, 187. Danke dir für dein Follow. Nee, ich hatte gar keine Probleme tatsächlich. Auch die Probleme, die immer wieder beschrieben werden. Timeout, dass man rausgeschmissen wird. Das habe ich jetzt länger nicht mehr gehabt. Ja, keine Ahnung, ne? Woran es dann am Ende liegt. Zumal man meint ja, man hätte über PC so viele Probleme. Aber tatsächlich, haben die Konsolenspieler ganz viele Probleme. Hey, Audilettentreter, moin! Ja, Lex hatte ich gerade eben etliche drin. Moin, Capone. Auch mal wieder da, sauber. Hallo, Chapina. Ja, so, 1 Minute suchen wir. Habe ich alles drin? Ja, alles, was so wichtig ist. Joins Gamer, danke dir für deinen Sub. Vielen Dank für deinen Support. Danke dir. Über 100 Ping habe und im Spiel ist normal. Ja, Adler, das habe ich mich auch schon gefragt. Ich suche, also zum Beispiel heute Morgen, ich komme aus der Nachtschicht wieder, habe ich mich hingesetzt, ne, und dann habe ich nach einem Game gesucht. Und mal Marius, da habe ich mich auch gefragt, ich so, warum suche ich denn nach einem 60, 70er Ping, 80er Ping? Habe ich gar nicht verstanden. Smokey, vielen Dank für deinen Sub, danke dir, vielen Dank für deinen Support. Für 3 Monate. Danke dir. So, dann suchen wir mal. Nee, auf jeden Fall habe ich mich dann auch, Adler, gefragt, wie kann das denn sein, dass ich nach einem 60, 70, 80er Ping suche? Das liegt ja tatsächlich daran, dass keine Spieler da sind. Und das Spiel sucht ja weiter nach anderen Spielern, die dann halt einen höheren Ping haben als man selber. Also, gehe ich mal von aus, ne? Und der Ping in-game, wie du schon gesagt hast, ist dann normal. Also ich glaube, das hat was mit den Spielern und sowas zu tun. Das ist so meine Vermutung. Hype Train auf Twitch. Wer es noch nicht gemacht hat, kann gerne noch einen Sub dalassen auf Twitch. Und wenn es mit dem Hype Train weitergeht, könnt ihr euch über Twitch natürlich auch noch Embleme und solche Sachen verdienen. Auch ganz cool. Moin Mitch, grüß dich. Ich finde, man sucht aktuell wirklich für den Zombie-Modus, sucht man schon ungewöhnlich lange. Das war anfangs ein bisschen anders. Aber wobei jetzt
Server wird, Level wird geladen, passt. Ja, jetzt gehen schon wieder die Leute raus. Jetzt bleiben alle drin. 488, ey, 12 Level noch. Ich glaube, heute mache ich 500 auf jeden Fall voll im Stream. Ja, ist ja jetzt auch wieder Double EP an. Double EP Event. Nee, bei mir nicht. Doch, also, bei mir schon. Ich glaube, ich muss gleich mal gucken. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Ja, doch vorhin. Ich hatte Exxon auch erst einen Rang und einen Battle Pass EP Token an und dann hinterher nach der Runde vorbereitet für die zweite und dann sehe ich, ja, tatsächlich. Ja, Adler habe ich mir schon angeschaut. Fand ich interessant. Ich sag mal so, ich habe immer noch Zugang zu Once Human. Wenn ihr wollt, kann ich das auch mal an einem Tag mal streamen. Ich muss aber sagen, für mich ist es nichts. Weshalb? Ich wollte ja eigentlich zu Once Human, wollte ich mal ein Video rausbringen und eventuell auch streamen. Aber dann bin ich in das Spiel rein. Also ich habe auch hier, ich bin da Creator-Partner da mit dem Verein da. Ich muss sagen, ich habe mich dann in diesem Moment gefragt, warum habe ich das überhaupt gemacht? Weil das Spiel an sich, es war so unübersichtlich einfach. Das sind irgendwas mit zig Portalen und keine Ahnung was. Das war, weiß ich nicht, nicht so cool. Also das sah auf jeden Fall nicht so aus wie im Trailer selber. Das wird dann irgendwann später mit Sicherheit kommen, aber ja. Oh. Danke dir. Star Wars Outlaws. Ja. Silver Adler. Was? Rise of the Silver Adler. Warte mal. Kann sein, dass ich jetzt gleich aus der Truppe wieder rausgehe. Nein, nee. Noch eine kurze Frage. Könntest du mal versuchen, die Visitenkarte zu grinden, wo man 250 Abschüsse machen muss, wo man nicht getroffen werden darf? Puh, das kann ich machen, ne? Dürfte ja gar kein Thema sein, oder? XRK Stalker und gib ihm. Geht doch kaputt. Danke dir. So, perfekt. Ah, jetzt habe ich keine goldenen Platten. Nachladen. Irgendwie kurz nach dem Nachladen oder so, ne? Ja, vier Abschüsse. Ach du Scheiße. Hier ein voller Boy auch noch. Oh Mann. Moin, Chapo. Ja, es kommen auf jeden Fall eine Menge Spiele raus. Also das eine Game, was du genannt hast, das hab ich mir angeschaut, wie gesagt. Aber ja, ich guck mal. Ich bin halt so Call of Duty treu momentan. Das ist heftig. Ich kann mir momentan kein anderes Game so vorstellen, so außer sowas wie GTA 6 oder so, ne? Oh. Was gar nichts mit Shooter so direkt zu tun hat. Herr Ehrenmann, ja. Boah, scheiße. Was denn? Alles gut. Ich will erstmal ein bisschen Kohle sammeln, weil ich hab ja nur in einer Kuppel noch gehabt, ne? Oh mein Gott.
Was für ein Simulator, Mr. Dilson? Moin, Toni, einen wunderschönen. Ja, über die Striker 9 kann man jetzt noch nicht urteilen. Oh, Neo Hacke, danke dir für deinen Follow, vielen, vielen Dank. Aquarium? Hey, wo du sagst Aquarium, ich habe ja ein 450 Liter Becken. Da muss ich auch erstmal gucken, das wollte ich eigentlich wieder aufmöbeln. Eigentlich wollte ich mein Aquarium verkaufen. Aber jetzt bin ich wieder rum am überlegen, wieder das alles fertig zu machen. Rasenmäher-Simulator. Oder Goat-Simulator, Ziegen-Simulator. Auch gut. Oder hier Döner-Kebab-Simulator gibt's auch. Oder Kebab-Haus-Simulator, irgendwie so. Selfie, ein großer Rucksack. Braucht jemand einen großen Rucksack? Nö. Ja. Okay. Ich find's übel schwer wegen den Hunden und die geben auch vorher ab und das hittet. Ah, shit. Ja, da, Chillet, da hätte dich auch einfach auf den Kran fläzen können und von oben einfach runterschießen können. Wäre ja auch gegangen. Deswegen sage ich, mit dem Scharfschützengewehr zum Beispiel ein bisschen zeitaufwendiger, aber ja gut. Es gibt für alles einen Simulator. Ich habe gehört, es gibt auch einen Longbeard-Simulator. Da spielt man einen Bart. Man muss sich dann pflegen lassen, ölen lassen. So. Supermarkt-Simulator. Ja, stimmt, super. Lange Gärtnerhose und Strohhut auf dem Kopf. Ja, sehr. Ich habe noch drei Deadbolt-Platinen. Ich glaube, ich bringe so einen Longbeard-Kalender raus. 2025. Das könnte was sein, ja. Ja, so. So. Oberkörperfrei und so. Wobei das dann eher für die Frauen tatsächlich ansprechender ist. Und dadurch, dass hier, ich glaube, letztens haben wir eine Umfrage gestartet von, ich glaube, 400 oder 500, waren es, glaube ich, 5% oder 6% Frauen hier. Was eigentlich auch schon eine hohe Anzahl ist. Ja. Ja, ich würde die ganzen Kalender dann, ich würde mir dann 100 kaufen für 2,50 und die dann für 5 Euro verkaufen. Ja. Naja. Wow, 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 wow. Es gibt noch Gabelstapler-Simulator. Ja, stimmt. Voll geölt von Kopf bis Fuß. Aber die machen ja gar keinen Schaden. Ah, ich habe noch gar kein Tugel-Stack hier und sowas drin. Okay, unbedingt holen. Meine Waffe ist noch Pop 2. Also präzise ist die Waffe, ja, aber die Waffe, die macht gerade gar keinen Schaden. Ja, so war es bei mir auch gerade. Alter, Mensch. Moin Unichan, grüß dich. Ich brauche mal eure Hilfe eben hier. Ich brauche Hilfe eben hier unten. Warum? Zwei Zombies, die dich verfolgen. Ja, aber wenn man nicht zum Nachladen kommt, weil man noch keine Tempo-Cola hat, ist es schon scheiße. Ah, was? Ich bin hier ohne Waffe rumgelaufen. Stell dich nicht an. Ja, du. Warte, ich hole dich sofort. Ach, warte mal, machen wir so. Alter, meine Waffe macht auch keinen Damage. Welcher hast du denn mitgenommen? Ein normales Striker. Alle auf Ruhe schaffen, bis später. Ach, so kacke wird, wüsste ich auch nicht. Ich hätte auch gedacht, dass die Striker 9 mehr Schaden macht.
Aber daran seht ihr, ne? Gerade wurde noch gesagt, Grenetti wurde genervt. Striker 9 beispielsweise soll aktuell auch mit Meta sein, mit der HRM. Aber gut, man kann auch nicht urteilen. Kein Tool, Sakiri, Pap 2. Ja. Dann direkt den nächsten Auftrag. Mega Scheuer direkt davor. Scheiße. Ah. Bin ich falsch reingegangen? Tempus Raiderback. Hört sich auch gut an. Boah. Ich weiß Mimika hier hinter mir noch. Komischerweise mehr los in der Zone. Ganz viele Elite-Zombies. Vor einer Stunde aufgestanden, ja moin. Ach, warte mal, ich brauche ja Muni. Bin ich blöd? Deswegen war ich auch hier. Jetzt gehen wir mal, wie man mitzocken kann. Also, Voraussetzung dafür ist eigentlich die LBK-Mitgliedschaft auf YouTube. Und ja, ist einfach so, wenn man die jetzt nicht hat und sich jetzt gerade keine meldet oder sowas, dann ist mir das eigentlich auch wurscht. Nee, aber wie gesagt, theoretisch kann man immer versuchen, mit in eine Lobby zu joinen. Ich gebe ja meistens eine Uhrzeit an. Und ansonsten, wenn gleich ein Platz frei sein sollte, ne, gucken, vielleicht machen ja Soko und Ice Baby Stuff noch eine Runde mit. Sobald da ein Platz frei ist, kann man gerne einfach joinen, ne? Natürlich muss man mich vorher geedit haben. Jo. Na, David, vielen, vielen Dank für deinen Sub, danke dir für deinen Support für die nächsten 2 Monate, danke dir, vielen, vielen Dank. Oh, warte mal, jetzt muss ich ganz kurz autorisieren. Jetzt, warte mal, jetzt. Das ist gerade blöd. Ja, ja, genau deswegen. Klausi, ebenfalls vielen, vielen Dank für deinen Sub. Ja, Leute, und wer es noch nicht gemacht hat, kann natürlich auch gerne ein Like und ein Abo da lassen. Und über jeglichen Support würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Sei es irgendwelche Super Chats, generell Like und Abo reicht auch schon vollkommen aus. Wie ihr wisst, bin dafür sehr, sehr dankbar für diese Unterstützung, gerade zum Aufbau des Kanals. Gerade jetzt aktuell mit meinem Gaming Room, was ich mir selber gestalten möchte. Also so, wie ich mir das gerne vorstelle. Und ja, alles weitere dazu findet ihr auch in der Beschreibung. Und wie gesagt, bei der Wunschliste Amazon, da hau ich jetzt, ich sag's jetzt einfach, da mache ich's auch. Ich hau morgen, hau ich für die Amazon-Wunschliste mal ein, ja, wie nennt man das? Ja, keine Ahnung, ja, Tabelle ist das jetzt nicht. Ja, doch, eine Übersicht mal aus, von wann bis wann man was erhält. Also ich habe mir schon Gedanken zu gemacht. Ich habe ja gesagt, ich möchte mich ja, ich möchte das ja irgendwie zurückgeben. Ich möchte mich ja irgendwie dafür auch andererseits irgendwie anders bedanken. Und da werde ich erstmal eine Liste aufstellen, von welchem Betrag bis zu welchem Betrag man was bekommt. Und ja, genau. Alter, ich sende euch die ganze Zeit eine. Könnt ihr mich vielleicht annehmen? Also ich sende und sende Anfragen. Okay, wo ist denn Krampi jetzt? Das ist die erste Anfrage gewesen, die ich jetzt gekriegt habe. Ich habe gerade schon vorher ich zwei Ich habe gar keine Anfrage gekriegt hier. Ich habe absolut nichts gekriegt. Krass. Ne, nur war das jetzt die erste. Moin Kevin, ganz gut in dir? Ja, was ist? Was ist? Was störst du mich? Was störst du mich? Ah? Ja, scheiße ohne Kinderjoy, ne? Ja, man hat seine Ruhe, ne? Oh, 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 oh.
Wir müssen mal zum Puncher ganz dringend. Zum Puncher Khalifa, vielen Dank für die 50 Bits. Danke dir für deinen Support. Bad Boy, danke dir für die Spende. Vielen Dank für deinen Support ebenfalls. Danke dir. Auf jeden Fall mache ich so weiter. Ey, jetzt muss ich zusätzlich jetzt hier. Achso, du bist da. Mein Gott, ist das. Ey. Was sagst du? Ja, man sieht deine Hand aber zensiert. Deine Arme. Ja, mach mal. Ja, genau, das will ich sagen. Also nur gegen Geld, wenn dann. Ja, wäre ich direkt auf YouTube gesperrt. Ah, ich nehme die Karre und muss vor ihm schnell hin. Lass mal den Schweinskram bitte hier. Was willst du? Den Schweinskram? Was mit dem Schweinskram? Was hast ich du schon wieder für Vorschläge? Lassen. Ach so. Ja, schlecht. Oh ja, moin. Ups. Sitzt nicht richtig. Das sieht man nicht. Was ist das überhaupt? Ich dachte schon, das kann man essen. Oh, 500 fehlen mir noch, ey. 200. Mal gucken wir jetzt mal mega Scheusal. Ich habe immer noch nicht Todesakiri drinne. Haben wir hier mal Wunderfest irgendwo in der Nähe? Wenden. Schon mal. Und er wäre Sänger. Hanschen, immerhin. Boss Khalifa, nochmals vielen, vielen Dank für die 46 Bits. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Kann man in der dritten Zone die Waffen nicht besser machen? Momentan nicht so, außer jetzt nach der Arbeit. Ja, Kevin, mit Arbeit kenne ich momentan. Bei mir wird sich auch bis Mitte des Monats, werde ich viel arbeiten gehen müssen. Danke dir, Khalifa, nochmal. Ein Wunderfiss. Ja, genau. Da gehe ich auch hin. Boah, das war aber knapp. Haha, ich hab ja jetzt gepuncht, ich hab ja gar keine Kohle, scheiße. So kurz die ganze Kohle. Ich brauch nur erstmal Tempo-Kohle, dann kannst du von mir noch was kriegen. Ich hab so auch keine Perks drin, wartet kurz. Ja, kauf die mal. Ja, ich mache ja gerade noch Geld, warte. Ich mach noch Auftrag. Ja, der hört ja gar nicht auf. Ich muss sagen, zum Thema Renetti wurde genervt. Ich bin mal gespannt, die HRM, wie die so sein wird. Nächste Herausforderung fertig. Du Scheiße. Daikiri ist das natürlich wieder was ganz anderes hier. Einfacher.
Er möchte unserem Trupp beitreten. Waffen in Zone 3 noch besser machen kann, weil ich dachte, Zone 2 ist Max. Wie meinst du das, noch besser machen kann? Zone 3 punchen halt, ne? Punch. Hey, du hast ja Zone 1 kannst du nur einmal punchen, Zone 2 kannst du maximal 2 und Zone 3 3, ne? Mhm. Also, wenn du das jetzt meinst. Mal gucken, ich spiele einen Armbrust. Ja, Auftrag hier. Ja, wenn jemand Papa 1 findet, den nehme ich. Doch nicht. Wandkaufwaffe muss ich auch noch machen. Oh. Wir mega scheu sein. HM, nichts gegen Großwildaufträge. Ja, ist meistens so mit den. Mit den SMGs. Aber siehst du zum Beispiel Drinetti, die ist trotzdem, finde ich, auch gegen mega scheu sein ganz gut. Deine Frage vorhin war, welchen Rang ich jetzt bin, in Platin 2. Ja, habe ich gelesen. 300 für Platin 3, sind noch 300. Aber ich muss dazu sagen, ich habe auch zwischendurch 3-4 Tage lang auch mal keinen Rank gespielt, ne? So, na, wie viel habe ich denn? 46 von 200. Okay. Wow. Falls einer noch mal irgendwie Napalmsalve oder sowas findet, sag mir mal bitte Bescheid. Was brauchst du? Napalmsalve. Okay. Mach mal. Mich ja interessieren würde, steht ja, nachdem ich nachgeladen habe, soll ich Zombies killen, aber wie lange gilt das denn? Das würde mich interessieren. Also wie lange habe ich denn Zeit? Kann ja auch hinlaufen. 52 von 200. Oh, ich hoffe, ich schaffe das. Ich muss auch noch 4 Fahrzeuge zerstören. Was denn? Mein Gott. Mein Gott.
Mein Gott, wo ist er denn jetzt hin? Ja, alles klar. Boah, der hat aber auch einen Heal. Junge. Auftrag. Ich habe noch gar kein Siegel, glaube ich. Hat einer von euch ein Siegel? Zwei, ja. Okay. Oh. Wieder mega scheu sein. Noch ein Selfie. Ich kann das noch nicht mehr. Da steht zum Beispiel X für abbrechen, aber. Ah, okay. Geht schon da rein. Ja, können wir machen. Hey, blöden Arschzombies hier hinter mir. Ey! Ah, ich müsste doch zum Shop, oder? Ich weiß nicht, aber wir sind viele Leute. Ja, easy. Ah, holst du dann. Ich habe auch Casimir und alles gekauft, also. Ich noch nicht, aber. Ja, hier, ich kann dir Affen geben. Ne, ich hab zwei Kasis, hab ich. Ah, da liegt noch einer rum, guck mal. Jetzt hab ich drei, passt. Ging jetzt nicht. Ja. Entweder die kommen mit oder die kommen halt nicht mit, ne? Ist das normal, wenn man erkältet ist, dass man weniger hört? Ja, das kann sein. Das hat auch ein bisschen was mit den Nasennebenhöhlen und sowas auch zu tun, ne? Das habe ich schon seit fast 3 Wochen. Durch die Erkältung, Druck auf die Ohren, hörst fast nichts. Ja, ist normal. Ja. Wo ist egal, bei Licht. Ja, ich bin heute halt hier am Abbauen, ey. Also in dem Raum, wo ich jetzt gerade sitze, da ist eigentlich nur noch mein PC, also Tisch, PC und ja, das war's. Alles andere ist hier schon raus, ey. Bisschen komisch. Hast du denn vor, demnächst mal wieder Rank zu spielen, Long? Ja, ich spiele gleich dann. Gleich noch. Ja, bei der, heute wird's bei mir nichts mehr. Meine Frau hat nämlich gerade schon gesagt, ja, dann ist aber Feierabend. aber verständlich, die muss morgen wieder arbeiten und so. Ja, ich hätte einfach weitergemacht. So, wo rennen die dann alle hin? Wir haben noch hier hinten einen Auftrag. Ja, Hasen. Ah, jetzt verteilen sie sich, ja. Fitzi. Fitzi, jetzt in dem Moment, wo du das jetzt geschrieben hast, ne, ich weiß, warum du das geschrieben hast, ne?
kann man das ganz gut mit dem Event machen. Mit dem Nachladen. Ja. Was hattet ihr jetzt gerade? Mangler, ne? Ja, da hinten. Mhm. Okay. Komm ich hier eben die Belohnung abholen. Wie viel Kills? 89 von 200. Ja, könnte ich in dieser Runde machen. Müsste möglich sein. Boah, sag mal. Ja, original Bullshit drin, ey. Das gibt's doch nicht. Sie müssen zum Glück kommen. Ah, ich finde die Striker 9 ganz gut, ey. Die machen guten Schaden. Also, beschweren kann man sich hier jetzt nicht. Eine Striker, die den Job macht, ne? Wobei, ja, wobei, ich muss sagen, die Renetti, die ist trotzdem stärker, auf jeden Fall. Aber spielen kann man die auf jeden Fall noch. Fitzi, danke dir für deinen Sub 4 Monate in a row in Folge. Danke dir, vielen, vielen Dank dafür. Moin TA, grüß dich. Penner. Hä, warum? Was ist das denn hier? Verbuggt? Hör mal auf. Ah! Oh ja, moin, Alter. Hast du gefunden oder was? Brauchst du nicht? Nein, nein. Ah, nur so. Okay, na gut. Ja, guck mal, Fitzi sagt Penner zu mir. Mal gucken, Fitzi, wenn gleich Ranked gespielt wird, mal gucken, wer dann der Penner hier ist. Also nächstes Mal bin ich gerne dabei, wenn dann Rank gespielt werden sollte. Ja, Ziel ist auf jeden Fall für diese Season Karmesin. Ja. Moin Mockingbird. Ich bin gerade auch am Link nach der Runde schon. Anderer Bekannter, auch ein Twitch-Streamer. Der hat vorhin Ersin, Windcook und Face in seiner Runde gehabt. Okay. Ja. Ja, komm mal vor, ne? Ja, das ist auch nicht das erste Mal. Gerade so, wenn du über NA-Lobby spielst, da hast du das sowieso öfter. Ja, wie viel ist denn das noch? 111. 90. Auf jeden Fall gleich noch drum bleiben. Mache ich den Auftrag eigentlich alleine? Nicht. Warum machst du es denn alleine? Ja, ich muss immer wieder nachladen und Zombie killen. Nee. Den ersten habe ich nämlich gemacht. Den ersten habe ich gerade gemacht. Die anderen hast du gemacht, das gebe ich zu, ja. Aber den ersten habe ich gemacht. Den ersten habe ich aber auch gemacht. Wie? Dann haben wir haben den gemeinsam gemacht, okay? Okay, gut, Kompromiss.
Belohnungsschlüssel ist verbuggt bei mir. Moin Forever. Ja, bei mir auch. Immerhin ein Dreierkristall und einmal nimmer leeres Magazin. Das ist doch gut. Ich weiß nicht, wie lange ich nach dem Nachladen Zeit habe, um die Zombies zu killen, damit die auch gezählt werden. Jetzt will ich nämlich nur eben zählen. Also. Der Wassermarsch. Das ist eine gute Idee. Direkt hier, habe ich nicht reingeschaut? Oh. Danke dir. Weiß ich gar nicht. Habe ich nicht? Doch, habe ich. So, wo sind die Zombies? Wie viel habe ich? 142, scheiße, es sind immer 60. Ich laufe mal hier durch die Gegend noch rum. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. So, laufen wir mal alle hinterher hier. Da, warum laufen die zwei mir denn hinterher? Mit neuen Kumpels. Kennt ihr den Exfil? Also wissen die, wo der Exfil ist? Nicht, dass das so wie in der letzten Runde ist. Da bin ich davon ausgegangen, dass die den Exfil kennen, aber kann die ja nicht. Natürlich ein bisschen Glück laufen am Ende. Geh ich mal hier hinten hin. Was? Die letzten. Komm mal alle her. Kannst du die mitfragen, weil ich bin schon beim nächsten. Du bist beim nächsten, ich komm rüber so. Ich komm rüber so. Fuck gehabt. Ja, die Runden sind lang, aber gehen gefühlt schnell vorbei. Da habe ich auf jeden Fall recht, Marius. Finde ich, das fällt mir auch jedes Mal auf. Jedes Mal auch, wenn ich streame, dann gucke ich auf die Uhr und dann krass, ey, schon 22 Uhr. Jetzt zum Beispiel auch, ja, 22 Uhr. Fast. Das ist krass. Erfüllt. Scheiße, Fahrzeuge gibt's hier nicht, ne? Ich hätte noch vier Fahrzeuge zerstören müssen. Okay. Ja. Mach ich so noch ein bisschen EP hier. Ja, und danach Ranked, würde ich sagen. 80 Punkte oder sowas bis Diamant. Und noch ein paar Runden drüber hinaus auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, was für ein Rang Fitzi inzwischen hat. Was warten die drei denn?
Ich nehme einfach hier hinten den Excel. Aus Prinzip. Du schon wieder. Da hat jemand Langeweile. Boah, 19.000, ein bisschen wenig. Immer noch 490? Krass. Ich dachte, ich hätte ein bisschen mehr gemacht. Ja, egal. Gehen wir mal zu Ranked mal rüber. Mal ein bisschen Ranked spielen, ey. Ja, ich verabschiede mich. Auf jeden Fall. Alles klar. Nö, ich gucke aber im Stream noch mal ein bisschen zu. Ja, mach mal. Sehr schön. Alles klar. Bis denn dann. Jo, ciao. Ciao. Fitzi, ich kann dich nicht einladen. Mal wieder. Jetzt kann ich einladen. Der ist ja auch so schon drin, aber Fitzi kann ich nicht einladen. Auch nicht beitreten. So, wie viele Punkte fehlen mir? Ja, tatsächlich 90, ne? 89. Um genau zu sein, 89 Punkte. Theoretisch einen Win. Platz 2, Platz 3 sollte auch schon reichen. Mit den nötigen Kills. Okay, vielleicht kommt ja... Fitze jetzt gleich hier rein. Ich gehe auf jeden Fall in der Zeit mal schiffen. Holly zieht durch. Das gibt eine Anzeige. Ja, dreht einfach Longball. Ah, nee. Sehr gut. Moin, deutlich abnormal, grüß dich. Tommy. Ey, warum kannst du nicht joinen hier? Was ist los? Da, jetzt. Mach mal ein Joint hier. Könnt ihr mit joinen? Joinen? Ja, join kann man ja auch. Warum? Nur so. Hast du gute Lobbys? Ich hoff's. Ja, dann. Eigentlich habe ich schlechte Lobbys, weil ich bin wieder wieder Platin 1. Was heißt wieder? Warst du 2 oder was? Ja, ich war kurz vor 3. Hä? Was ist passiert? Mit wem hast du gespielt? Ja. Ach, ich habe versucht mit Randys zu spielen, aber nein. Nee. Ja, ich brauche wieder zwei Punkte, dann bin ich wieder Platin 2. Okay. Aber mit Randys... Ich habe tatsächlich das vorletzte Game habe ich gewonnen mit Randoms. Total, das hat so richtig beschissen angefangen, einfach nur. Ich dachte mir auch so, ich habe keinen Bock mehr, ich mach aus. Ja, aber trotzdem weiter durchgezogen, ey. Und am Ende war ich sogar alleine. 1-2 war es am Ende. War ganz gut, ey. Ja, meine gewonnen. Haben sich versteckt. Wir sind die ganze Zeit nur im Wasser gewesen. Ey, ich sag mal so, ich habe Rebirth Island check ich inzwischen wieder spielen muss. Du brauchst unbedingt Highground. Man muss immer zu dritt rumlaufen. Immer. Wenn du immer zu dritt rumläufst, ich habe mir andere Spiele auch angeschaut, denen ich dann hinterher zugeschaut habe, die zu dritt gespielt haben. Die sind permanent zusammen rumgelaufen. Ne? Du hast gar keine Chance. Die haben immer die einzelnen Leute abgefangen. Immer wieder. Ja, aber das sagt man halt so. So, warte mal, was kann ich mir denn jetzt. Dein Battle Pass Konto wurde. Was? Okay. Gelöscht. Gelöscht. Ach, den Skin habe ich sogar schon. Ja, krass. Okay. Bei welchem Skin, Marius? Was meinst du? Oder meinst du bei meinem Kiffer bei Stony? Ich finde ja eigentlich ganz cool. Ja, ich habe mir ihn jetzt auch gerade zum ersten Mal angeguckt. Er ist nicht schlecht.
Aber ich weiß nicht. Ich hab sonst jeden Kiffer, aber... Da fehlt ja, was. Mann. Die Sniper ist cool, keine... aber die Limbo MP ist naja. Welche Waffen habe ich jetzt drin? Ja, ich habe trotzdem die Renetti drin. Achso, stimmt, da müssen wir... Ach, das habe ich gar nicht jetzt geändert. Ja, ich habe gerade noch die RAM 9 reingepackt. Besser als die. Ja, ich kenne das jetzt auch noch eben um. Gott sei Dank habe ich für die HRM habe ich auch einen Bauplan. Ach stimmt, mach ich auch ein. Ja, genau so spiele ich die immer. Jetzt kann ich ja mal nicht einmal mehr Snipe. Die macht auch nicht mehr One-Shot. So, mit was spielen die Leute hier so? MTZ 556 soll auch gut sein, aber ich persönlich fand ich nicht so cool. Jetzt werde ich noch von keiner MP getötet. Wir überlegen, die Taktik-Revolver wieder zu spielen. Ah! Nee. Komm, moin. Spielt hier überhaupt noch einer MP gerade? Nein, nicht. Ich werde die ganze Zeit nur von... Ja, also... Ah. Wenn der AR wieder spielen kannst, ist ja gut. Wir haben 7 wird mehr gespielt, sagt Krampfi. Ja gut, ne, RAM 7 fand ich schon immer kacke. Ja, RAM 7 spiele ich eigentlich die ganze Zeit. Ich persönlich richte mich sowieso nicht danach, was andere Leute vermehrt spielen, sondern was womit, also mit welcher Waffe ich persönlich am besten klarkomme. Natürlich sollte die schon Schaden machen, aber keine Ahnung, nur weil so ein Wingcube oder sonst wer eine Waffe spielt, spiele ich die nicht. Heißt ja nicht, dass man auch direkt so ein Aim hat. Ja, Mann. Nämlich das, was viele auch denken. Ja, Meta-Waffe, unbedingt nehmen, geile Aim, super Aim, verzieht gar nicht. Ja, und am Ende geht man trotzdem nur mit 2 Kills raus. Wo landen wir? Schluch was aus. Oh. Jetzt aber schnell. Factory. Auf dem Dach einfach. Oben, unten, auf dem Dach. Ja. Ah, da landen schon welche, ne? Ja, hier. Achtung, Lund, kommt. Ja. Der ist genockt. Noch einer genockt. Der in der Luft genockt wurde, der... Warum ist er nicht gestorben, frage ich mich. Ist er im Wasser gelandet? Wir müssen 1 noch mit runter. Doch, der ist tot. Ich bin ganz unten. Ich bin gerade weiter weg von euch. Wo unten bist du? Warte. Kommt ihr unten mit rein? Ja. Warte, willst du nicht kommen? Hier nicht aufheben. Kommt von hinten. Oben über uns, eins über uns. Ja. Ab Treppe oben rechts. Theoretisch kann man den außen die Zipline nehmen.
Er steht noch oben an der Treppe. Achtung. Ja. Feedback. Er ist eins. Er ist nach oben gerannt. Ah, okay, warte mal, dann komme ich zu euch. Pass noch. Knock. Da ist noch einer oben. Ja, lass hochgehen, da ist noch einer. Ich muss platen. Er ist hinter uns schon. Einer ist tot. Ja, einer das ist der hier. Oh shit. Achtung, Mörder. Alter, direkt auf meiner Birne gelandet. Ah, Achtung, bei mir unten. Kann nichts machen. Schnell, komm. Ja, da ist doch, der ist schlecht. danke. Ja. Ah, der hat mich von hinten geholt, der Penner. Lass mal ran. Ich behalte mal die MCW. Ja, wir können auch. Ja, warte, nimm ich die Rahmen, du kannst die haben. Guck mal, die ist auch gut. Wir haben eine goldene Rahmen. Hier. Oh, Herzschlagsensor. Witzig, wir haben so gespielt, ne? Mit Herzschlagsensor die ganze Zeit, ne? Ja, aber da wussten dieser Kopf. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut, ey. Komm, passt. Und ab, wir haben genug Geld. Ab zum Loadie. Ab kaufen. Ja. Boah, schon wieder ein Mörserschlag auf uns. Oh. Ah ja, hier unten ist einer drinne. Ich bin von der runtergefallen. Also da, auf der Seite. Da. Hat Auge gemacht. Sehr schön. Hier oben bei mir. Noch einer. Oh no way, wie hat das gemacht? Nein, wie konnte der mich töten? Unten nochmal einer. Ja. Platen. Ich dachte, wie kann der mich noch immer noch abschießen, aber da war noch einer. Jo, kein Stress, der ist unter dir im Raum drin. Hier ist einer genockt. Auf der Straße. Ja, aber kein Stress, wartet ein bisschen. Ja, passt, ich komm. Und hier ist noch jemand. Und unten ist der Lodi. Ist Lodi free? Nein, Lodi. Über dir, hinter dir. Ah. Nein. Sorry. Alles gut. Im Schiff kommt noch einer. Oh, da kommen zwei. Pass auf, der eine pusht dich schon, Soko. Ich bin noch in der Luft. Ja, okay. Gut. Er ist nämlich zum Schiff gerannt. 15 Sekunden. Guck mal, da ist eine Kiste bei dir. Mach die mal auf. Jawohl. Jetzt geht der Timer schneller. Wie viel habe ich jetzt? Minus 26, 3 Kämpfe. Ja. Lodi, okay, ja. An welchem Lodi sollen wir denn landen? Da jetzt trotzdem noch oder was? Na ja, wir müssen den. Ja, da läuft einer unten an. Ja, da. Ja, ich hab wieder eine. Ich versuch mal hinterm Schiff irgendwie zu landen. Ich kämpf das jetzt frei. Ich geh eins hoch und dann schieße ich die ab. Von oben. Bei mir auf dem Schiff, oder? Ah, ne, jetzt bist du. Ey, ich bin hier. Sind die über mir? Ne, die waren unten am Lodi tatsächlich. Ja, okay, aber dann sind die hier drin, warte. Ja, die sind drinnen. Herzschlagsensor sagt vier Leute im Haus hier drin. Ja, ich krieg die Deckung. Oben, da drinnen. Also, ach Digga, da. Ja, aber hier sind vier Stück drin, ich kann da nicht reingehen. Ne. Warte, ich komm zu dir und wir pushen organisiert vor. Machen wir so. Achtung, oben. Ganz oben. Sollen wir hier reingehen? Bei mir? Ja, warte mal. Einer noch? Gut. Muss ich noch einer, der reinkommt. Ja, Hinter uns. Along ist das, okay. Ja, passt. Ah, Mann. Schon wieder tot. Ich komm da unten hin, wartet auf mich. Ja, ich warte hier. Kann ich nochmal auf Lodi gehen? Ja, oder? Ja, nee, ich wenn du schon eine Zunge hast, nicht. Du kannst noch, okay. Ich war noch nicht. Okay. Geh schnell. Von oben. Nein, ist hier von oben kommen jetzt. Ne, er pusht. Ich hab den Drohne rein. Oh, hinter uns? Warte mal. Oh. Da oben, doch. Ja, die sind alle da oben. Wo? Wo? Angepinkt. Ah, über uns, okay. Über uns, ja. Warte, ich smoke dich mal. Der ist immer noch da. Mörser geht drauf. Achtung, hinter dir, Fitzi, hinter dir. Irgendwie. Hier beim Shop direkt. Beziehungsweise bei mir direkt an der Leiche. Oh no way, wie hat er das gegeben? Woher wusste er? Moin Orbien. Du musst überleben. Du musst, Fizzi. Achtung, bei mir und an meiner Leiche ist noch ein Snoopy.
10 Sekunden und da war auch einer, genau. Ja, chill dich einfach kurz. Ich glaube, wir nehmen das andere Lodi jetzt, oder? Ja, ja, dann komm, versuche ich da hochzukommen. Oder wir versuchen ja, die halt nochmal zu fighten, keine Ahnung. Naja. Weil da Lodi ist halt auch an. Ja, komm. Ich lande mal, da, ich guck erstmal, ja, ich mach mal. Ja, aber schau erstmal, genau. Ja, hier sind's. Ja, ich hab meinen Lodi. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr stark. Komm auf. Gib mal ein bisschen Deckung hier so. Ja, ich bin hier. Passt. So, jetzt müssen wir Fitzi so ein bisschen entgegenlaufen. Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben keine Platten, ey, scheiße. Ich fahr mit dem Lift, ich komm zu euch. Hinter uns ist Waffen. Ich geh mal ein Haus weiter. Hier ist einer. Komm zu euch ins Haus. Ich werd angeaimt, ich werd abgeaimt. Ja, ja, hier im Haus. Prison. Pass auf, Fitzi, da waren auch welche. Sie sind auf dem Ach, Turm. Mann. Ah, das war sogar der, der vor mir abgehauen ist. Bist du im Haus, Soko? Ja, aber da ist einer drin. In welchem Schock bist du? Ich bin eins drüber, aber der. Ich weiß nicht, der liegt, glaube ich. Der weiß, dass wir da sind. Da oben, hier. Tip Break. Hier ist einer bei mir drinne. Wir versuchen den gerade hier abzuaimen, aber wir sehen den nicht. Der ist hochgelaufen. Achtung, hinter uns, über euch, über euch. Schön. Ja, ja, der ist bekannt, der über mir. Jetzt ist noch einer da. Da ist gerade einer gelandet. Ich komme rüber zu euch. Wir werden versuchen runterzukommen, safe. Herzschlagsensor. Alter, da drüben angezeigt. Ja, wir müssen. Ja, keine Ahnung, hier ich rein. Muni, Alter. Also, wie gesagt, über uns waren noch zwei Leute gerade. Der Herzschlagsensor sagt jetzt gar nichts. Doch, einer? Ja, doch, doch, doch. Aber drüben? Ja. Nee, okay. Über uns. Warte mal, warte mal. Oder wir laufen jetzt so links runter und dann rüber ins Haus. Ist über uns. Klar, da sind welche oben auf dem Dach. Hier ist ein einer. Equipment. Ja. Hier ist ein Sniper-Typi. Hast du. Hat der mal Platten? Nee, oder? Oder Plattenbox? Ja, ja, hab ich. Warte. Oh, zwei. Hier. Danke, Digga. Kommen die Treppe runter? Warte mal. Ich werde die ganze Zeit. Au! Digga, ich war am Fenster. Snipe, ja. Vermutlich habe ich auch keine Sniper da oben. Ey, Sniper, die sind richtig nervig. Zone kommt. Ja. Ich weiß, ich werde abgeaimt. Achtung. Ja, gar keine Chance. Gar keine Chance. Gar keine Chance. Jo, oben auf dem Dach, unten. Ein Team muss noch weg, dann haben wir Top 5. Der hat mich durch den Rauch gesniped. No way. Oh, Platz 5? Nee, schade. Sorry, Digga. Ah. Ja, ich hab keine Grafik, gar nicht, weil. Scheiße. Also, diese Endgames, ne, die sind so asozial. Sobald du Highground hast, hast du einfach gewonnen. Ja, wir hatten auch scheiß Posi auf jeden Fall. Ja, aber sowas von. Aber man muss, ja, das nächste Mal vielleicht vorher in die Zone rein. Bevor die Zone kommt. Aber das ging auch relativ schnell jetzt mit der Zone. Hab ich jetzt selber nicht mitgerechnet. Boah, traurig, plus, Alter. Plus 19 nur. Scheiße. Ja. Die Runde war eigentlich ganz schlecht. Abgerackert. 70 Punkte noch. So. Und wieder Platin 2. Warte mal, Event. Nimm ein paar Weingummis für spezielle Power-Ups. Aha. Weingummis? Ja, Event. Ach, hab ich noch gar nicht angefangen. Haben die wieder irgendwas eingeführt? Mit Lachgummi, mit Lachgummi.
So, ich habe 2400 CP. Welches, was für ein Bundle soll ich mir kaufen, ey? Ich finde, Warhammer sieht auch cool aus. Ja, wenn dann die Dinger finde ich halt gut. Die King Kong, die warst du in der ersten Reihe. Ja, eigentlich Godzilla genau die. Die in der ersten Reihe. Mit der MCW finde ich cool, mit dem weißen. Mit dem aber Frost. Der Finisher ist so pervers. Ich hab sie alle. Ja, der Klassiker. Die Shopping Queen, ey. Ja, aber die ganze Zeit nur zum normalen Warzone nehmen, sonst leuchtest du wie ein Marienkäfer. Ja, Fitzi, willst du nicht irgendwie mein Sponsor hier sein auf YouTube? Kriegst dann irgendwann Anteile und so? Ja, wer sich dann einfach mal diese vier Bundles da holt, ey. Also, hast du dann auch so die Bundles geholt, dass du dieses super Ding da freigeschaltet hast? Den Arm, ja, ja. Ja. Den King Kong Arm. Sauber. Es gibt nichts, was ich nicht habe. Irgendwo muss ja das schwer verdiente Geld hin. Ja. Schwer verdient. War schon eine Lüge. Ja, ja, habe ich mir gerade auch so gedacht. Also. Das Geld verdienen lassen. Ja. Guck mal, was hat er mich jetzt gescheppert? Ach, das so. Komisch, ich hab noch keinen getroffen mit einer Renetti. Wir haben ihn wieder tot gemacht. Mal das in Richtung. Witzi, der Geldsack. Na, wenn dann mal, Jan, mein Spitzname war früher Luke Cash. Ich weiß auch nicht, wieso. Let's go. Ja, das ist schon mal besser. Wobei, jetzt ist natürlich die Frage, boah, wo geht die Zone wohl hin? Sollen wir auf dem Prison einfach mal landen? Wo? Hinten vorne? Okay. Vorne? Nee, aber unten ist immer geil. Unten ja, ist unten gut. Ist aber so viel los. Ich finde, das ist so unübersichtlich. Ja, okay. Ach, wir kommen sogar so an. Ja, genau. Dann würde ich fast hinten sagen, weil da können wir hinten runter. Ja, können wir auch hinten. Ja, dann machen wir hinten. Hier. Prisoner hinten oben. Die hintere Tür da, ja. Ja. Let's go. Gut, wer hat die Waffe von uns? Ich. Alle stimmen auf eine Kiste. Ja, irgendwie, ja. Keiner ist hier oben gelandet, gell? Die Idee. Nee, oben hinten. Ist keiner gelandet. Also wir sind schon eine Etage da drunter. Da wird mehr angezeigt. Oh, hier sind ja, so viele Steps uns? Bei mir. Wir müssen unbedingt zusammenbleiben. Ja, mega viele. Sind die über uns oder unter uns? Unter uns. Ja, dann ist kacke, ne? Also schon mal hier, schon mal looten. Oh, haben wir noch ein paar Platten. Wir sind ja noch einen weiter drunter. Die sind ganz unten. Pass auf. Da, warte mal, da ist einer. Das ist hier. Ja, macht langsam. Hier. Da sind viele. Ja. Ah, hinter, da hinter mir. Bei mir oben. Oben. Mars. Komm an. Die Reste. Noch einer. Wir sind in der Dusche. Ja, in der Dusche liegt auch schon einer tot. Der hat die falsche Dusche genommen. Ja. Dusche sind noch Leute, ja. Ja, das sind noch hier. Ja. Ach Mann. Ich komm gar nicht rein. Ich muss wieder von oben durch, wenn dann. Ja, ja, mach das Dusche, mal. Dusche ist nur einer. Safe? Ja. Also einer hat mich getötet, außer die anderen. Willst du die MP nehmen oder was? Nee, nimm du. Ich hab die gleiche. Ich hab genau die gleiche, hab ich schon. Oh, Junge! Überraschung, nicht! Das sind drei. Ja. Ach, Kacke.
Außer da sind Leute, ja, sorry. Da war gerade nur einer, wirklich. Da stand da drei Projekte, da drin. Da war wirklich nur einer drin, wirklich. Und der eine, der war so low, Mann. Sollen wir wieder oben anfangen, oder? Ja. Keine Ahnung. Ja. Ich fange aber hinten an. Hat noch keiner gelootet. Diesmal hinten, ja. Großes Dach. Großes Dach in den ja. Ecken. Müsstest du theoretisch noch Loot finden. Neue Waffen sind drin, ja moin ey. Wir müssen langsam machen wieder hier. DHM. Ja, ich geh wieder hoch, ne? Also, die sind hier ja, unten tatsächlich. Mal, ja, die sind hier bei uns auf der Ebene, ja, ja. Hier, da ist einer. Ja, nee, ich gehe da nicht hin. Wir gehen wieder, wir müssen zusammenbleiben. So, Fitzi ist nämlich oben. Da landet auch einer. Der, der ist runtergesprungen. Cheap genau. Break. Ja, oh. Sehr schön. Hat der eine Waffe oder? Ach, und da landet einer. Fast down. Der ist schon sehr low. Braucht eine Waffe. Ja, der ist runtergefallen. Nee, der ist drinnen, der ist drinnen. Der ist reingegangen. Nee. Passt, Shield Break wieder. Ich hab zwei Drehten, ich kann hier was halten vielleicht. Ah Mann, jetzt ist Luftraum natürlich voll. Lodi ist direkt links neben uns. Über uns, da wird ein Lodi, da wird ein Lodi. Er ist Knock. Habt ihr ihn? Finish? Ne, noch nicht. Ja, bin jetzt aber, unten. Sehr schön. So, und dann direkt wieder hier hoch, würde ich sagen. Ja, ja, wenn wir hier halten, gewinnen wir die Runde, wenn wir bis zum Ende bleiben. Wenn wir noch eine Gazi hätten. Achtung, hier ist Steps überall bei mir. Ja, ja, ganze Gebäude, ne? Also. Dann rechts ist die Zipline, rechts ist die Zipline bei mir. Ja. Und das ist schnell nach oben. Ja, ich komme. Überall Steps das, hier neben mir. Ja, bei mir, bei mir. Fast down, fast down. Ja, hab ihn. Okay, sehr gut. Schön. Nur oben. Oben landet einer. Achtung, oben, oben, oben. Ja, der ist rein. Ich kann keine Prezi setzen, Alter. Achtung, komm, Prezi! Prezi kommt, Achtung! Oh, Junge! Ansage. Ja, Prezi, Prezi! Deswegen. Oh, war ohne das Ansage, knapp! Alter, war Ansage. Das knapp! Ja, die Ansage kommt ziemlich Junge. Spät. Junge! Ich hab vorhin auch einen Prezi gesetzt. Und da kam ziemlich spät dann. Wir links, am Lodi, am Lodi, am Lodi. Schon wieder. Ja. Ja, pass nur auf, dass keiner vom Dach aus kommt, ne? Sehr gut. Unter uns direkt. Laut. Ich müsste ich runter mir sein Zeug holen. Ah ne, wir haben genügend Geld, da können wir gleich den Ding kaufen. Kaufen eine Munikiste. Jo. Aber wenn wir das hier oben halten, ey, dann ist schon ganz gut. Oh, Laudi, schon wieder. Laudi, ja, ja, Laudi. Ja, ja, dahinter. Der aber, ist dahinter. Aber da dahinter. Da kommt er. Ja, ja. Hat es. Wird angeglotzt. Hab ihn. Ich ja, wollte ich gerade sagen. Also irgendeiner. Hier unten ist einer. Nein, 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 gib ihm, gib ihm, gib ihm. Hab ihn. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Smoke, wenn es geht? Ah, okay. Ja, brauchen wir was? Nicht. Alles gut. Kriegen wir. So, let's go. Lass mal wieder hoch. Ich hab auf dem Dach Eck und Sniper. Ja, ich komm. Ja, der ist hier hinten. Der ist schon oben. Ja. Hip Break. Hip Break. Ja, Preti kommt. Achtung, hinter uns, hinter uns. Ja, bei 40. Wieder hin. Bye. Wir können Sachen kaufen. Wir warten auf Fire Sale, oder? Ja, ja. Ich werde angeklotzt von hinten. Ach, der ist oben auf dem Wasserturm. Auf dem Wasserturm, aber der ist runtergefallen. Ja, ja, der hatte. Ohne. Achtung, einer hier unten. Hier unten im Land.
Okay, Laudi. Bin ich blind oder bin ich blind? Ab, Laudi. Hinter mir nochmal einer, Laudi. Laudi, Laudi, Laudi. Brauch Hilfe. Ja. Einer über uns? Ja, da. Schieß den runter. Lock. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Finish. Tot, oder? Ja, ja. Hier liegt eine Plattenkiste, Jungs. Jo. Ja, gerne. Also, kauft mal ein. Oh, shit. Dreht sie auf uns. Der kommt direkt. Achtung, hier. Hab ihn genockt. Ja. Okay. Am Laudi. Ja. Geh runter, geh runter. Effektiver. Finish. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hab wieder Tür einkaufen, einkaufen, einkaufen. Ich hab noch Geld. Will noch jemand eine Drohne? Eine liegt noch. Eine habe ich hingeschmissen. Wo ist die? Da, ah, da, guck mal, da. Drohne. Ja, nehme ich. Messerschlag. Mörser habe ich mir noch gekauft. Werf mal ein kleines. Super Creeper, danke dir für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Hier ist noch ohne Ende Drohne. Kannst du ruhig schon zünden, ja, eigentlich, ne? Ja. Ja, ich habe jetzt ein kleines geworfen, das reicht eigentlich erstmal. Ich tu mal den Wasserturm hier erstmal bebomben. Immer einer noch einen Mörser. Ah, der ist weg. Der ist ins Haus, Mann. Okay. Oh, die mehrere Leute, Achtung. Haben wir noch ein Ding? Fast noch. Hinten, hier fast noch. Ja, der läuft aber weiter. Da sind einige. Da sind einige. Stopp, Tür ist offen. Drohne geht. Auf unserer Ebene? Fast knock. Die können ein bisschen reinpushen. Ich werde immer noch angeglotzt. Nee, ich sehe keinen. Komm rauf, komm hoch. Komm hoch. Er ist drin. Knock. Ich werde angesniped, Mann. Ah, Turm. Ja, der kriegt einen Mörser. Vielleicht kann noch einer einen Prezi holen oder sowas. Hier unter am Laudi wieder. Boah, du wurdest gerade weggelasert fast. Moskito wäre nicht schlecht, ne? Ja. Da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. Ey, Gazis, Leute. Der ist weg, auf blau ist er. Sollen wir schon mal Gazis kaufen? Habt ihr? Ich hab eine. Hab ich nicht. Keine Ahnung. Die sind immer noch auf dem gelben Ping. Mach mal zu die Tür. Ja, sehr gut. Gelber Ping. Nein, ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen, bin tot. Nein, Digga. Ich bin runtergefallen. Könnt ihr mich rufen oder ich wieder. Ihr müsst mich. Nein, wir haben keine Kohle, Digga. Nein. Warte mal. Die sind hoch, die sind hinter euch. Die haben euch. Achtung, bei mir. Hinter euch. Oh, Alter, warum hittet der mich noch? Ja, ey. Ja, weil du stehst. Pass auf, die pushen. Geh einfach runter, irgendwann hast du hin. Der kommt. Oh, no way, Alter. Da kam doch von der anderen Seite noch jemand. Nee, ja. Deswegen runter. Ach, Mann. Ja, ich wollte ja gerade. Der war ja übelst close. Da mit 6 Kills trotzdem so wenig Punkte, ne? Ach, Mann. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, moin, ey, plus 16. Ach, Junge. Ja, ey. Weißt du, da bist du schon Top 8, Top 10 und sowas, da kriegst du immer noch nur. Also, das ist ja lächerlich. Ja, weil es zieht sich, jetzt nach oben zu spielen. Ja. Man verliert halt richtig schnell Punkte, da musst du halt aufpassen. Ja, wir machen die gleiche Taktik nochmal, aber gegen Ende gehen wir irgendwie safer. Nee, ich bin blöd runtergefallen. Ja, aber das war ja nicht nur deine Schuld. Wir sind ja dann auch überrannt worden. Und dann sind die hochgekommen, die beiden. Ja. An der Sip. Ja, das war behindert. Da an der Tür hat mich wieder einer angeschossen. Da habe ich auf den geschaut und dann waren die von hinten.
Das ist die Striker 9, ja krass. Also mich hat wieder komplett hochlevelt. Ich bin froh, dass ich kurz vor Diamant bin, dass ich nicht so lange brauche dafür. Habe ich wenigstens Diamant wieder safe. Ich musste ja schon von Gold 1 hochspielen. Ja, das ist ja das Krasse. Deswegen am besten müsst ihr jetzt gucken, diese Season Dia, damit ihr wenigstens Platin einstartet. Ja, Mann. Kamel 7 wäre natürlich pervers, ne? Schönes Outfit, ne? Ja, ey, ich finde die Waffentarnung auch geil. Schillernd ist noch geiler, da ist die Waffentarnung sogar animiert. Ja, Mann. Aber so Karmesinrot auf der Kleidung ist halt auch nice, ne? Mhm. Werde ich eh nie anhaben. Du kannst sie privat kaufen. Sie hätten es lieber machen müssen als Ding, als Waffentarnung halt die, was wir da haben, von Platin. Von Season 1. Die war geil, die Tarnung. Boah, Sheep Break. Dafür, dass ich fast gar nicht getroffen habe. Ist die HM so stark? Die Striker 9. If you wanna Tokyo. Ey, nicht mein Auto kaputt machen, ihr Penner. Wie er schon damit rechnet. Na, ah, da unten auch noch. Oh Mann. Aufwärmphase ist immer so kacke. Let's go. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mit der Klasse spielen soll oder mit der SVA-Klasse. Lol, Fitzi, ich habe heute Morgen Tokyo Drift geschaut. Ich glaube, der Adler. Ja, ich sehe dich. Unichan, ja, das hat man manchmal leider, ne? Gibt so Leute. TA, hau rein, gute Nacht. Stimmt, es ist schon. Er ist mitten in der Woche, ne? So. Sollen wir wieder oben landen oder was? Noch was zu behaupten, ja. Achtung, kommen welche mit. Rote Kiste. Ey, die sind da hinten. Ich habe einen scheiß Sniper, Mann. Ja, auch, aber er trifft. Hat den Sniper mit einem Schuss. Bei mir ist einer. Ach, Mann. Der hat nur eine Pistol. Ja, hau rein. Bei mir liegt ein Prezi. Ist das asozial? Wo kommt der denn auf einmal her? Er so. Ich dachte wahrscheinlich, ich habe eine Waffe. Pass auf, da ist einer am Snipen auch noch. Also, da ist einer am Snipen, ja. Oh, von links. Nein, links außen. Geh weg, Soko. Geh weg da oben. Die spielen es gut. Einer komplett rechts, einer komplett links, einer mittig gegangen. Ja, die laufen da sogar noch lang. Ja, die sind da oben noch. Ja. Oh, gleich bist du tot. Ey, hä? Ja, komm. Ach, wie? Nein! Woher wusste er? Ja. Da will ich mir jetzt die Killcam anschauen. Ah, der hat mich gesehen. Mann, immer der eine, der. Da ist immer einer dabei. Ach, die Waffe hat er auch noch abgestützt. Holger 556. Lass nicht Prison gehen, ja. Macht jetzt keinen Sinn, glaube ich. Ne, der eine kam nicht mit der Gondel, der kam mit dem Fallschirm. Der ist mit dem Fallschirm da gelandet. Das sah erstmal so aus, aber... Ja, hier ist auch alles gelootet. Scheiß Waffe.
Alter, irgendeine Waffe. Danke, Sniper, Alter. Am 7. Ja, eine goldene, ne? Hab ich. Ne, ne, normale. Alles Gute kommt von oben. Ja, Abschlusssehen kann man verwenden. Ich hätte noch eine Plattenkiste. Ich hab noch eine Plattenkiste. Noch One-Shot? Ja, oder? Was ist? Gehen die One-Shot-Snipers noch? Ja, gell? Nein, 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 auch nicht mehr. Geht gar nichts mehr. Hier sind Leute bei mir irgendwo. Ja, ich hör's. Ach, oh Leute. Ach, einer noch? Ja, da ist noch einer. Ja, ach, ja, ach Junge, ja, macht keinen Sinn. Arsch an Arsch laufen. Woher wusste er, dass ich noch lebe? Einer. Das macht gar keinen Sinn. Boah, Fizzi, geh hinten raus. Renn, renn, ja, renn. Die Hand nicht. Ah, da ist einer am Shop, Achtung. Ja, der hat mich sowieso gehabt. Boah, aber du hast überlebt. Perfekt. Perfekto. Long. Jetzt wird's kritisch langsam hier. Es ist nichts frei. Ja, da läuft einer rum. Einer. Zwei. Ja, die sind wieder vollständig. Ah, ja. Digga, ich weiß, wo wir reingehen. Lass da unten ins Loch reingehen. Warte, hier ist das Loch. Oh, Lodi. Der hat leider sofort beim Lodi. Lodi? Ja. Ja, sicher. Ja. Fallschirm ging nicht auf. Vielen Dank. Ah, er ging nicht auf. Kein Gegner. Ja, das kann man auch noch nicht sagen, ne? Nee, da ist keiner besetzt. Lebst du noch? Ja, super. Ja. Jo, danke. Ja, perfekt. Dann haben wir wenigstens alle Lodi. Ich versuch's mal mit dem Bauplan einfach mal. Ich weiß, das sind Getrolle jetzt, aber. Geh mal weg, ich komm nicht weg. Wo gehen wir hin? Ich wollte jetzt hier reingehen. Ich hab keine Muni. Aber ich werde abgeämmt, Achtung von hinten. Da, am Fallschirm. Ja, ja. Am Loading. One Shot. Und auch. Ja, sehr gut. Sehr schön. Ah, der Arme. Oh, der hatte sogar seinen Lodi sogar noch bekommen, ey. Renetti und XRK Stalker. Achtung, bei mir sind Leute drin. Ich bin auf dem Dach. Hier. Ey, kommt mal hier rein. Kommt mal hier rein. Lass zusammen. Nein, nee, lass, ja, lass mal. Nee, lass mal zu Fizzi. Ich kann nicht pushen. Ich habe keine Munition. Ich habe gar nichts. Geben dir, Bruder. Geben dir. Geben dir. Ich komm mal von oben rein. Dann müsst seitlich hier der Dinger hoch. Das Baustelle. Baustelle. Ach, schon. Da ist er am Lodi. Schon wieder der gleiche Mann. Ja, der will unbedingt. Arme Sau. Der will unbedingt sein Lodi. Ja, ich habe keine Muni mehr. Ich auch nicht mehr. Achtung, bei euch oben sind auch welche. Bei uns wollte ich gerade sagen, ja. Aber hier habe ich wenigstens Muni, weißt du? Sind weg über mir. Warte, wir schießen auf den bisschen. Das Geld will ich auch. Ja, ja. Sehr schön. Hast du ihn? Ja, sehr gut, der war wichtig. Jetzt wieder hoch zu Fizzi. Ich werde schon wieder abgehängt, Long. Irgendwo rechts. Jetzt lass reingehen, das waren die nämlich. Lass jetzt hier reingehen. Ich komm wieder hoch. Du musst komm, du noch hin komm, wegen komm. Moni. Arsch an Arsch. Seid ihr ganz oben? Nee, nee, da wo du gerade warst, da. Warte, wir gehen ja noch ganz oben. Ja. Ja, dann gehen wir auch ganz hoch. Auf jeden Fall. Ja, ich gehe auch ganz hoch. Ah ja, hier oben ist einer. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ganz oben. Hey, hier. Ach, Mann. Fabian. Wo ist die Kackdrohne? Achtung, wir wurden entdeckt. Ja, ah, hinten am Dach, Achtung. Hinten am Dach. Nee, hinter uns. Ah, da ist die scheiß Drohne, ja. Ist die, pass auf. Da ist irgendwo einer. Ich hab keine Muni mehr, ich muss kurz mal den Typen hier einsmogen. Achtung, Mörser. Ah, unten am Lodi wieder. Lodi.
Ja, ich gehe kurz hier rein. Zipline hoch, gesitzt. Fuck. Ach. Bin ich. Ach du, das noch hier unten ist einer. Hier, ja. Oh, mach den weg. Ja. Es ist das Team, was uns vorhin gerade gepusht hat. Der ist weg. Ja, moin. Runde geht raus. Ach, Achtung, bei uns unten, hier unten, bei uns. Hä? Wo sind der die? Der ist da hinten, bei ihnen. Ja, links. Hier ist einer gelandet. Hier landet einer. Weg. Ist der schon zum vierten Mal? Guck, wird abgeengt. Turm, 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 Turm. Da haben wir gleich wieder einer ans Loadie. Da kommt gleich hier den Tunnel. Deine Muni. Sturmgewehr-Muni. Wasserturm ist auch kritisch. Hier ein bisschen was kann. Nein, das ist zu viel. Oh, ey. Sorry. Warte. Ja. Jo, jo, danke. Perfekt. Guck mal unten rechts, ob die da nicht sind. Die waren auch nicht mehr. Shop könnte man. 10k. Achtung, Alter. Sniper auf Dach. Achtung. Loady. Ich kann nichts machen. Passt auf, Sniper hinter euch, Leute. Shipwreck. Knock. Finish. Ey, ich bin schon tot. Schaut mal da hinten, Sniper. Ja, der trifft den nicht. Keine Ahnung, der ist nicht einmal geschossen auf uns. Braucht der Platten? Da eine Plattenkiste? Loady. Ich hab Angel glotzt. Also, ja. Über Sniper wieder. Hier. Ich krieg keine Sturmgewehr-Muni. Der glotzt schon wieder krass. Wo ist der? Oben über ihn. Ja, nee. Ach, Mann. Ich brauchte doch nur Sturmgewehr-Muni. Alles spielen mit MP. Von hinten. Okay. Jetzt ist schwierig. Die zwei, die ihr gerade bekämpft habt, die werden auch gepusht von einem anderen Team. Ja, lass dann erstmal kurz reingehen, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht in andere reinrennen. Oh, wieder Einstieg deaktiviert, ich bin der Letzte. Ja, Achtung, die kommen, die sind schon close. Die sind close. Oh ja. Lass hier reingehen, lass hier, können wir besser fighten. Achtung, die sind schon da. Ich guck mal. Ja, lass hier halten, hier halten. Wir bleiben hier. Ich mach hier eine mobile hin. Vor die Tür. Dann kommen die nicht so gut rein. Meint ihr, die sind Treppe oder was? Da sind sie. Da ist oben ist alles voll. Wenn nicht, laufe schnell zum Shop und versuch dich zu holen. Ah ne, du bist ja da. Achtung, hier kommt was, Fitzi. Hinten? Ja, hier links auch. Bei mir. Ah, da im Shop war gerade wer. Ey, die halten das Ding jetzt erstmal, okay? Oben auf dem Dach ist ein wenn du Team. Hast du Muni und alles? Ja. Egal, da. Pass auf, PC, also. Da im Platten Zelt. Noch? Da, Mann. Da oben. Shipwreck. Hab auch Hit. Ich hab noch ein Hit, ey. Ich hab gar keine Muni mehr. Ich hab wieder nix wo, mehr. Wo, ne? Wo? Hier wo? Ist ein Platten. Ah, da, okay. Warte, ich mach dem mal ein bisschen Trouble hier. Über uns. Über uns links, ja. Eher, ja, ich muss dann auch, Alter, Digga, voll kritisch hier ohne Maske wieder. Überlegt, ob ich hier unten links weiter weggehe. Oh. Ja. Ich habe nur zwei Magazine. Aber wir können gammeln. Ja, wir müssen hier raus ein bisschen. Achtung, hier Squad unter uns. Die Frage ist, wo willst du hin, ne, bei so einer Zone? Warte mal, wo seid ihr denn? Squad unter uns, Achtung. Von hier? Oben, au. Ja, der ist wieder weg. Ja, guck mal drauf. Keine Gase. Ja, wir müssen raus. Achtung, bei mir ganz Squad wieder. Oh Mann, Alter. Muss aufpassen, die kommen aus der Tür raus gerade. Direkt noch, Digga. Ja, ich bin raus. Ja, ich bin auch raus. Ah, Digga, wieder Endgame, Alter. Ich kann kurz.
Hat keine Platin. Ja, keine Smokes, keine Dams. Moin dir, grüß dich. So ein Scheiß. Oh, ich muss schon wieder schiffen gehen, ey. Holy knallt rein. Bei mir wird die ganze Zeit angezeigt, SR-Herausforderung erfüllt, obwohl ich das schon längst erfüllt habe. So, wie viele Punkte gibt's? Ach, komm ey, dir. Kills, 52 Punkte gemacht. 47 Punkte, ja, immerhin. 47, ich auch. Oh, nee, nicht dein Ernst. 7 Punkte fehlen mir für Diamant. Eine noch, oder wie? Ah ja, auf jeden Fall. Na, dann geht's schnell aufs Klo. Ja, mach ich. Er kann schon mal suchen. Ich So. Achso, warte mal, Herausforderung geht ja auch oder. Wow. Lande wieder Einstiegs. Die Bootshupe aktivieren, okay, haben wir bei Ranked ja nicht. Ne, die ist deaktiviert in Ranked. Wie oft muss man die aktivieren? Ich habe da jetzt gerade nicht drauf geachtet. Was da genau Boots steht. Not. Jo, Marius, hau rein. Dir auch noch einen schönen Abend. Ja. Genau. Aber man sieht, die Leute spielen komplett anders. Keiner rusht mehr. Ich habe jetzt gerade aber so hardcore geschielt beim Schießen. Frag mich da, wo ich gerade hingeschaut habe. Ich muss mir dieses Hinlegen abgewöhnen. Was? Der würde dann egal. So. Ja, kann ich machen, Dirk. Von der SVA meinst du jetzt oder von der Renetti? Von der HRM. Vom Dölz. Pizzi, warte mal. Wir sind doch immer hier gelandet. Komm. Machen wir doch einfach wieder. Unser Haus? Ja. Ja. Dann nehmen wir das andere. Da haben wir Kopfgeld. Ja. Also Leuchtturm. Dann auf dem Dach. Könnt ihr mal mit euch? Oh, ist keine Kiste. Eine Waffe haben wir.
Ja, hier ist Steps bei uns. Wir sind unten. Nee, nee, ja, ich bin ja mit dir unten. Hier eine Striker 9. Nehmt Achtung, da kommt was durch. Liegt noch, ja, mein. M4, okay. Der ist oben auf dem Leuchtturm, ne? Der ist über uns, ja, ja. Ich baue noch eine MP irgendwie, oder das würde ich auch nehmen. Ja, nimm das, nimm die Munition. Ja, danke, Bro. Die würde ich auch nehmen, auch kein Problem. Nee. Danke. Die Munition hast du jetzt, halt, wa? Ja, die habe ich, willst du die? Ui. Dann nehme ich die Waffe doch. Kannst du denn die wegschmeißen? Fuck, Eradicator, guck mal. Und darauf Bock hast. Nee, nee, die hatte ich vorhin schon. Guck mal, da fighten die auch. Unser Kopfgeld ist weg, wir können Lodi kaufen. Links am Shop. Links? Ja, okay. Du bist weg. Hier ist keiner. Nee, die sind alle da drüben im Haus und da unten bei den Zelten. Mein Geld liegt. Ich bin gar nicht da. Doch, hier wurde gelootet. Das war ich. Okay. Reicht? Reicht das Geld, ja, ne? Easy. Gib doch. Ich dachte, das reicht schon, Zinker. Nee. 12,5. Logo Betrugo. Abgezogen. Ja, ist so. Da ist er gelandet. Ja, okay. Erstmal Lodi. So, jetzt können wir machen, was ihr wollt. Hier unten kannst du auch geil hinpushen. Hier, da. Guck mal, da sind Leute, da sind Leute. Ja, ja. Oben auf dem Dach, ne? Oh, ich wollte auch keine Rauchgranate. Ich wollte die Mine. Der ist runtergesprungen. Ja. Ja, da sollten wir auch in die Richtung. Da unten kann man gut fighten. Oben. Ja, ist die Frage, aber wir haben jetzt gerade. Wir sind ja. Oh, sind jetzt sind wir rein. Oben, sag ich. Also. Keines Radar, soll ich den reinhauen? Chipbreak. Nochmal Hit. Ach man. Oben, also. Mickey, Abi. Pass auf, da ist noch einer. Der ist hinter mir. Ja. Aber oben oder unten? Ich glaube, der ist oben. Oben, oben. One shot, one shot. Oh ja, okay. Oh, nochmal, noch mehr. Da sind noch mehr. Nein, schieß, schieß, schieß! Kann ich leider nicht einsmoggen? Ah, Digga, Alter. Ich werf erstmal die kleine Drohne hier. Komm her. Ah, okay, hast du. Er ist über mir. Oh, Kompass, Kompass, Kompass. Er steckt über mir. Ja. Chipbreak. Knock. Komm von hinten. Ah, da ist noch einer oben. Ah, da ganz hinten. Oh, hier ist noch einer. Ja. Hau rein. Soko, wo bist du? Da. Ja. So gut, dann machen wir uns safe. Pass auf, da hinter dir ist einer, zwei. Ja, ich weiß doch, aber wie soll ich noch wegkommen? War doch schon super weak. Am Lodi. Lodi wird abgecampt. Unerreichbar, oder? Mein Dach schaut frei aus. Ich guck mal, ob ich hier irgendwas finde zum Schießen. Mann, ey. Zwei geholt, aber trotzdem scheiße. Ich lande auch bei dir, Fitzi. Lass mal die. Was hast du die? Hast die M4 genommen, Digga? Hier oben. Bis. Ja, oder liegt ein Haufen Geld. Wo ist er hin, ey? Ja. So, danke. Verbuggt. Hm. Komisch. Ich hab Button, wenn ihr wollt, ein bisschen. Soll ich mal Lodi versuchen? Achtung, hier direkt unter uns im Stock, die werden safe jetzt die Treppe hochkommen. Mach Lodi. Die kommen, glaube ich. Ich smoke Lodi. Wird angeguckt. Ah,
Nein, ich habe einen genockt. Ja, vor uns, hier. Die laufen rein. Ja, die laufen rein. Sollen wir hinten die Zipline nehmen oder was? Wieder aufs Dach? Ich fliege. Ja, aber Achtung, die sind oben schon. Oh ja, die sind schon oben. Nicht hoch, nicht unten rein. Duschen. Unten bleiben. Ich bin duschen. Aber in die Duschen. Ja, ich bin safe duschen. Ich komme nicht weg. Die pushen, glaube ich. Ja, dann lass zusammenbleiben, dann können die nichts machen. Achtung, der kommt rechts von der Dusche, safe. Achtung, Dusche drin, glaube ich. Nee, hä, wo ist der? Der ist auf jeden Fall hier reingelaufen. Ah, über uns hier, guck mal hier, die Treppe. Safe, oder wo ist denn der? Der war über uns. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Irgendwo versucht. Achtung, close, welche? Alle aber über uns. Oh, Achtung, Hilfe. Da kommt's weg, da. Ja, alle über uns. Ich glaube, die rennen hinterher. Wieder keine Muni. Also nicht so wirklich. Achtung, langsam, da sind ganz viele. Ich komm mit, dann lass Arsch an Arsch. Hier müssen wir echt aufpassen. Am besten eins hoch. Hier, im Mittelgang. Ach, Junge. Ich bin oben. Strike. Ja. Noch einer. Einen habe ich. Einer ist abgehauen. Ja. Ja, genau da. Auch so, guck bei dir, auch in deiner Tasche ist einer. Der ist abgehauen. Ich hab den nicht gekriegt. Ja, lass es zusammengehen, dann können wir den. Ja, machen. Der liegt hier safe irgendwo rum, Alter. Wir müssen aufpassen. Achtung, Claymore. Ja, wir können eigentlich ein bisschen chillen. Jetzt sind noch 10 Squads da, wir können Richtung Endgame spielen. Ja. Sollen wir doch wieder einnehmen? Ja, ganz hinten, ne? Am anderen Ende sind auch welche, meine ich. Ja. Wir pirsch dich ran. Wir gehen langsam Arsch an Arsch hin. Ja. Und. Ja, da sind sie. Ja. Ja. Au, einer ist fast Sheepbreak. Achtung, Sandex. Ja, mich hat er natürlich. Ach, Mann. Ja, hier. Ach, Mann. Ja. Also. Ja. Einer Knock. Moin, Dragon, grüß dich. Ach Mann. Viel zu wenig Geld. Da landen, direkt beim Shop. Ach Mann, Alter. Da hinten. Die ballern sich auch gegenseitig. Ich versuche mal irgendwie nochmal an meinen Lodi dran zu kommen. Aber leider nicht. Da ist schon wieder einer. Ja, der sniped, pass auf. Bei mir direkt. Da ist er. Einer ist. Nein! What? Ich bin. Ja, Sentex. Hä, wo waren sie? Wer hat dich denn geholt, Soko? Digga, der hat dir fast Sentex ins Gesicht geschmissen. Ja, und hinter mir war auch noch ein Team. Oh, das war Schmutz. Jetzt hast du die paar Punkte. Minus. Ja, plus ist garantiert nicht. Nee, ja, minus klar. 22 sogar. Ja, dann brauche ich doch schon wieder mehr Punkte. Ja, aber 30 Punkte, Alter. Lass eine gute machen. Hä? Moin, und trotzdem werden mir noch 5 angezeigt. Hä? Jetzt hängt sich alles auf hier. Doppel XP schon wieder aktiv.
Aber mir hängt sich einfach mal alles auf. Ich wusste es. Weil die 5 Taugen sind nämlich nicht richtig. Ich wollte gucken, ob ich das einfach nochmal einsetzen kann. Aber ja, schlecht. Sieht ganz schlecht aus jetzt gerade. Muss ich warten, bis wir in-game sind. Solange müssen wir uns das hier anschauen. Beim Ausgeben von Token ist ein Fehler aufgetreten. Ja, das dachte ich mir schon. Ach, danke. Jetzt geht's wieder. Ja. Operator. Wer ist das denn hier? Bei Shimo. Dragon, was los? Wann bist du wieder am Start? Regelmäßig. Steam aktivieren. Ein Spiel gibt schon, das ich mir kaufen könnte. Oh, in Cruisin' Red River. Was? Das kaufe ich mir, Adler. Ist ja krass, ist ja schon raus. Kaufe ich mir, 13 Euro. Ja, sicher. Fizzi hat sich das, wird sich das auch kaufen. Was soll ich mir kaufen? Incursion Red River. Ah ja, keine Ahnung. The River of Babylon. Das ist ein ganz gutes Spiel eigentlich, also. Ja, Allah kauft sich das auch, ich kaufe mir das jetzt auch. Kaka! Naja, mal gucken, ob er dann auch spielt. Und er wieder nur flucht wegen seinem Computer. Weiter zur Zahlung. PIN. Aha. PIN eingegeben. 76, 76. 0180-54646 ist mein PIN. Kaufen! 76, komm, spiel mit mir. Bam! So, nebenbei erstmal runterladen das Game. Und dann wird das erstmal eingezockt. Was ein River. Wo ist denn das? In Incursion heißt das. Installieren. Hab einen zweiten Job, da bin ich bis 22, 23 Uhr unterwegs. Warum, Dragon, hast du zwei Jobs? Möchtest du mich etwa mehr supporten als sonst? Deswegen. Hallo, lass doch den armen Schüler in Ruhe. Der hat doch kaum Kohle. Ach, das Ding. Oh ne, 13 Euro ist mir zu viel. Ja, ja. Komm, ich schenk dir das Spiel. Weil Moment mal, du verdienst viel mehr als ich. Nee. Wohin? Ja, einfach wieder. Oh, ja, ich. Ja, oder warte mal, sollen wir da dieses Mal hin? Ja, okay. Ja, warte, ja, okay, auf Start. Auch. Achtung, einer, da sind, da ist auch einer abgelegt. Ja, die sind unter uns. Einer. Ja. Warte, hier ist noch eine Kiste. Ne, die Kiste ist nicht da. Die ist nicht da, ich habe aber eine Waffe. Also wenn die rauskommen. Da ist einer. Hier können wir ins Haus rein, oder? Komm, machen wir hier. Gucken, ob ich es überlebe. Okay, die haben alle schon Waffen. Wir haben noch Pistolen. Ich habe jetzt auch Waffen. Hallo? Oh ja, da rutscht rum. Sehr schön. Ich hole mich selber. Alles gut. Na, noch einer. Der ist runtergejumpt. Er sieht mich nicht. Mich sieht er aber. Ich muss nachladen. Er wird down. Der hat nix. 10 Sekunden. Das noch einer. Das noch einer. 8, 7. Oh, Digga. Kein Scheiß. Nein. Kein Scheiß. Nein. 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 Och. Ja, dann sind's. Dann sind's mehr als. Ach, komm, leck mich. Ja, weißt du, was ich gemacht habe? Guck mal, die Tür. Ich werde dich nicht sehen. Sorry, Digga. Ach, oh, no way. Da war einfach die Aktualisierung. Nee, oh, es reicht. Das wird nix.
Das war so klar, dass 7 Punkte vor Diamant, dass es auf einmal nicht mehr geht, ne? Das war so klar. Das ist in jedem beschissenen Game einfach so, dass du auf einmal solche Lobbys bekommst, Alter, wo du nichts mehr machen kannst. Wo du auch nichts mehr findest. Oben auf dem Dach, wie oft sind wir da gelandet und wie oft hatten wir da eine Kiste? Jetzt landen wir dort, Bullshit einfach da. Ja, hau rein, wieder 80 Punkte. Oh. Ja, genau, Dragon. Für mein Account. Nein, Digga, ich muss gerade sowieso lachen. Oh Mann. Ja, das war echt keine Absicht. Ich dachte echt, da ist eine Tür. Da war ja auch eine Tür. Ja, aber da unten kommst du nicht rein, die ist zu dicht. Ja, Digga, als ob ich die Map kenne, als ob ich jede verschissene Tür kenne. Ja, klar. Ja, muss man ja davon ausgehen, wenn man Ranked spielt. Sonst spielt man kein Ranked, wenn man sich nicht auskennt. Ja, ich habe den einen noch geholt, aber der andere hat mich halt heftig. Ja, keine das ist trotzdem nur ein Win. Was? Ja, es ist trotzdem nur ein Win, ja, ich weiß. Ja, das ist trotzdem nur ein Win. Ja, weniger. Top 3 reicht schon. Ja, mit genügend Kills. Ja, mit, also selbst genügend Kills bringt hier nichts. Wie gesagt, vorhin 6 Kills gab plus 18 jetzt, Punkte. Ach, willst du jetzt nochmal rein? Ja, oder? Ja, natürlich. Ich kann auch so nicht, also so kann ich ja nicht aufhören. Ach so, okay. Da, diese Demütigung gebe ich mir nicht. Wo bist du denn? Da. Ey, lass mal nicht Prison gehen. Nicht Prison. Ja, müssen wir gucken. Das ist ein so. Squad nach dem anderen wipen, ey. Ja. Installieren. Dragon, Buff für die MW2-Waffen habe ich noch gar nicht so wirklich ausgiebig aussetzen können. Ich habe jetzt nach der Renetti-Umbau-Kit erstmal, also da habe ich erstmal geschaut, wie die Waffe so ist. Die war gestern, ich meine gleich, da hat sich gar nichts geändert. Jetzt nach dem Patch, nach dem Nerf. Wie gesagt, Zombies ist sowieso ein Unterschied. Und generell habe ich keine MW2-Waffen bis jetzt benutzt. Noch nicht ausprobiert zumindest, ne? Und dadurch, dass es jetzt wieder ein Game gibt, was ich anfangen kann zu zocken, wird das demnächst auf jeden Fall wieder so ein bisschen mehr im Fokus stehen. Ich bin mal gespannt. Das muss man auf jeden Fall, das kann ich nicht alleine spielen. Also will ich nicht alleine spielen. Weil ich glaube, das macht im Team macht das mehr Spaß. Nicht so Erik-like alle Solo machen und dann immer wieder auf Fresse bekommen. Macht keinen Spaß. Sowas muss man in einem Team spielen. Inside the River wird installiert. Ja, bei mir auch. Ich habe schon, ja. Runtergeladen. Ist das ein Verbindungsbug? Nein, so. Jetzt bin ich zu weit raus. Ja. Nicht so tief, Friedegard. Nicht so tief. Friedegard! Warte mal, gibt es das Game? Ist das eigentlich auch Crossplay oder ist das nur PC-Spieler? Shop-Seite. Ein Spiel auf der Shop-Seite. Es ist ein Online-Koop-Spiel, aber ich glaube nur für PC. Ja, nur für PC. Für PC. Was? 2024 April Content, One Retiling New Maps, seven New Weapons are planned, Chris Vector, Remington, SKS, AKS und more Contract Types, Bosses Defense, 2025 Features, Extended Health System, Different Stats Effects, Animation for Medical Items, so cool, Different AI Behaviors, Sniper Breacher, Extreme Weather, Storm Rain, das ist cool. Loot Overhaul, Natural Loot, Balancing, Interaction, Animations, Door Opening, Looting, World Building, Overhaul. Oh, okay. Was für ein Arschloch? Was für ein Hall? Hier, World Building. So, gucken wir mal. Der Tobi zockt gerade auf Twitch mit 119 Zuschauern. Mhm. Nur PC, ne? Ja. Ey, Simon Albert ist hier Gamer for Fun? Das weiß ich, also das ist, wusste ich gar nicht, Simon. Fitzi, überrede mal meinen Bruder. Was denn? Dragon?
Sonntag, bis ich komplett am Start bin. Krass. Ja, was ist mit seinem Bruder? Ich Fitzi, überrede mal meinen Bruder. Ich weiß nicht, auf was das bezogen ist. Ach so, dein Bruder hat ja einen Computer, dass er spielen kann. Ach du Scheiße, ich habe das Game aus Versehen gestartet. Oder irgendwas von Steam habe ich jetzt gestartet. Ja, sein Bruder von Drake hat doch einen PC. Und wenn er es sich kauft, dann... Krieg ich die Scheiße jetzt wieder. Ich will die Finisher versauen.